Ja, dann begrüße ich euch alle recht herzlich heute zur, ja eigentlich schon der zweiten Veranstaltung, weil die erste war ja schon das gemeinsame Kochen im Start für das politische Labor. Diese Woche mit dem Schwerpunktthema Anarchismus. Viele von euch kennen sicherlich den Freiraum, hoffentlich schon, seit längerem irgendwie hier zu Gast zu sein. Und hier gibt es ja verschiedenste Veranstaltungen. Und das Interessante ist gleich schon die Verbindung aus der anarchischen Geschichte dann. Der Umsonstladen ist sozusagen auch eine Idee, die aus der anarchistischen Bewegung sozusagen befruchtet wurde. Das heißt, der Freiraum hat eigentlich auch schon immer eine anarchistische Komponente, auch wenn nicht jedes Mitglied sich mit der Geschichte damit beschäftigt haben muss. Es gibt diese Woche noch einige Veranstaltungen, die sich mit verschiedenen Schwerpunktthemen aus dem Bereich Anarchismus dann eben beschäftigen. Das ist jetzt dieses Jahr das dritte Mal, dass diese politische Woche stattfindet. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich werde den Vortrag erstmal ohne Maske bespielen. Der Vortrag wird aufgezeichnet und wird vom Freiraum dann auch im Netz verfügbar sein. Also wenn ihr was nachhören wollt, irgendwie ist da die Möglichkeit dann auch gegeben. Ich denke, unter welcher Adresse das zu finden wird, ist wahrscheinlich auch von der WordPress-Seite dann vom politischen Labor oder vom Freiraum dann zu finden. Das heißt, da wird es dann eingestellt. Ich werde erstmal mit den Begrifflichkeiten anfangen und danach geht es eher so im Dialog weiter. Ich kann ein paar Stellen aus dem Buch vorlesen, was ich mitgebracht habe, weil ich habe meine Quelle vorwiegend aus dem Buch von Horst Sturbasser, der sich sehr viel mit der Geschichte der Anarchie beschäftigt hat. Und von dem habe ich auch so knapp 5 Stunden Videolesung auf meinem Videokanal. Also wen es da noch interessiert, mehr erstmal zu hören, bevor er sich eventuell komplett in das Buch einlesen möchte, kann auch da dann nochmal auf mich zukommen. Über meine Seite, also ich bin Martin Finger, kann man auch meinen Videokanal sehr schnell finden und dann auch auf dieses Video zugreifen. Zum Anfang, ganz kurze Frage, wer von euch würde als Selbstbeschreibung jetzt schon den Begriff Anarchist verwenden oder Anarchistin? Wer von euch würde das einem anderen Menschen, den er noch nicht kennt, also der noch nicht weiß, wer ihr seid, sagen, ich bin Anarchist? Wer würde sich das sozusagen zutrauen? Okay, 1, 2, 3, 4, ja. Genau, weil die große Schwierigkeit bei so einem Begriff Anarchie ist nämlich erstmal nur eine Negativdefinition. Anarchie heißt nur die Abwesenheit von Herrschaft und sagt eigentlich überhaupt noch nichts damit aus, was ihr sein wollt, wenn ihr euch als Anarchist bezeichnet. Weil es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite der Ideengeschichte und auch die Strömungen. Das sehr, sehr Spannende ist dann, dass wenn man dann sowas hört wie Syndikalismus oder sozialistischer Anarchismus, kommunistischer Anarchismus gibt es auch. Und die Begriffe sind heute alle ein bisschen verbrannt. Aber wenn man sich überlegt, wo diese Geschichte und die Auftrennung dieser einzelnen Strömungen hergekommen ist, das war halt am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo noch viel von diesen Begriffen benutzt wurde. Die Ideen von Marx und dem Sozialismus sind ja damals noch nicht ausprobiert gewesen. Und man hat zwar schon darüber diskutiert, was es bedeutet, was sozusagen diese autoritäre Komponente, die dann im sogenannten Marxismus letztlich drin ist, die aber damals noch nicht so gedacht wurde und auch die sehr kritisch geworden. Also die Anarchisten und die Kommunisten sind sehr, sehr früh in unterschiedliche Richtungen gegangen, zumindest was in den autoritären und den freiheitlichen Kommunismus dann letztlich angeht. Autorität ist ja genau das, was man als Herrschaftsinstrument sehr stark nutzen kann und was von der Anarchie dann natürlich abgelehnt wird. Wenn man heute in allgemeinen Nachrichten und so weiter irgendwas Chaos und Anarchie hört, dann wird das natürlich gleich negativ gekoppelt. Und auch da gibt es einen festen Hintergrund. Alle Begriffe in der Politik werden irgendwann zu Kampfbegriffen, entweder positiv oder negativ besetzt. Und natürlich haben diejenigen, die sozusagen die Meinungshoheit oder beziehungsweise die Sieger von irgendeiner Auseinandersetzung, haben natürlich meistens die Deutungsmacht und es dauert dann, einen Begriff wieder zu befreien von irgendwelchen negativen Deutungen. Und es gab halt in der kurzen Phasen in der Anarchie tatsächlich auch die sogenannten Bombenleger mit den Schlapphüten. Das heißt, dass auch Gewalt eingesetzt wurde, um vermeintlich Herrschaft zu beseitigen. Das war gerade noch in dem Kontext, wo es eben gerade der Wandel von der Monarchie zu demokratischen oder republikanischen parlamentarischen Staatsformen stattgefunden hat, wo man sich gedacht hat, naja, wir jagen den König in die Luft, dann sind die ja weg und dann würde schon irgendwie sowas Freiheitliches entstehen. Aber sowohl aus den Erfahrungen als auch aus den Wirkungen, die es hatte, hat man sehr schnell gemerkt, also nur weil man König in die Luft sprengt, ändert sich nichts wirklich in der Systematik oder kommt auch keine freiheitliche Ordnung zustande. Das heißt, da ist man sehr, sehr schnell wieder von weggegangen. Und was eben heute auch sehr stark zu merken ist, wenn man mit der Gewalt kommt, dann hat man heute einen Gegenspieler, der nicht umsonst heißt, dass er das Gewaltmonopol innehat. Der kennt sich mit Gewalt viel, viel besser aus und ist da sehr viel besser aufgestellt, als jede einzelne Gruppe das überhaupt sein könnte. Das heißt, man könnte vielleicht eine Schlacht gewinnen. Also ich habe letztens erst wieder Nachrichten gehört, in Leipzig sind ja gerade so ein paar Auseinandersetzungen, nachdem eine Form, also die Hausbesetzung ist auch eine anarchistische Aktionsform,
Und da ist ja wohl irgendwie ein Haus geräumt worden. Details kenne ich da leider auch nicht, weil ich habe nur die ganz kurzen Nachrichten. Aber dass sich halt abends und nachts Schlachten mit der Polizei geliefert werden. Und das ist dann eben nicht mehr unbedingt die anarchistische Ausdrucksweise, weil der Punkt ist, für Anarchisten ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass in den Mitteln immer auch das Ziel spürbar ist. Und Gewalt selber, jetzt wenn man sich nur da irgendwelche Schlägereien liefert und gar nicht wirklich das Haus verteidigt, also nicht, dass man verhindert, dass es geräumt wird, weil geräumt worden ist es ja dann schon, da ist sozusagen eigentlich das Mittel nicht mehr verbunden mit dem Ziel, ein Haus zu besetzen und dadurch irgendwie freien Wohnraum zu schaffen oder unentgeltlichen Wohnraum und sowas in der Richtung. Das heißt, eine ganz große Kernkomponente ist, wenn man sich als Anarchist bezeichnet, ist, dass man eben das Ziel einer freiheitlichen Gesellschaft in irgendeiner Form hat. Wie die dann organisiert wird, ist, da gibt es wahrscheinlich so viele Ideen und Überlegungen, wie es Menschen gibt. Jeder hat da seine eigenen Vorstellungen. Das Entscheidende ist halt, dass dort niemand gezwungen werden kann. Also es gibt keinen, der letztlich gegen einen anderen eine Entscheidung treffen kann und ihm diese dann aufzwingen kann. Und das ist auch schon ein ganz großer Unterschied zu dem, was heute in der Demokratie diskutiert wird, Thema Basisdemokratie. Also ein Anarchist würde wahrscheinlich eher dazu übergehen und sagen, Basisdemokratie ist keine Option, weil das dort immer noch heißt, dass dort gruppenweise oder mehrheitlich entschieden wird und diese Entscheidung wird anderen aufgezwungen. Was eher mit anarchistischen Entscheidungsfindungen dann kompatibel wäre, ist eher eine Form der Konsensdemokratie. Wobei Demokratie ist halt, da ist auch wieder ein recht vage, was dann darunter zu verstehen ist, aber zumindest Entscheidungsfindung auf Konsensbasis. Das heißt, es gibt keinen, der Bauchschmerzen hat, eine Entscheidung mitzutragen. Er muss nicht dafür sein, es reicht, wenn er nicht mehr dagegen ist und sagt, okay, machen wir das so, probieren wir das aus und sprechen später vielleicht nochmal drüber. Im Endeffekt, so wie ich auch verstehe, dass da Freiraum organisiert ist, letztlich, es wird im großen Plenum möglichst mit allen Leuten, die eben interessiert sind und Interesse haben, dann auch entschieden. Das heißt, das ist eine ganz basale, sozusagen anarchistische Struktur, dass man auf dieser Form im Miteinander versucht, bestmögliche Entscheidungen zu finden und keinen auf der Strecke zu lassen, sondern wirklich alle Bedenken auch irgendwie aufgreift und dort um die beste Lösung ringt, ohne jemanden niederzuringen. Also wirklich ein freundschaftlicher Austausch. Und natürlich gibt es trotzdem immer Meinungen. Und das ist immer die Frage dann, wie gehen Anarchisten damit um? Wie sind sie in der Lage, mit den Konflikten, die halt tatsächlich logischerweise auftauchen, weil wir unterschiedliche Menschen sind, zum Glück, und unterschiedliche Interessen haben und diese auch ausleben möchten. Und dafür natürlich auch einen Raum suchen. Jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Ich kann jetzt erstmal einsteigen noch in die deutsche Geschichte der Anarchie, weil dort ist leider sehr, sehr viel unbekannt. Also es ist nicht ganz so viel wie in Spanien, aber es ist genug, dass man eigentlich was darüber wissen könnte. Und da würde ich gerne nochmal so ein bisschen Rückmeldung von euch haben. Zum einen, ich kann entweder direkt aus dem Buch verlesen oder es zusammenfassen und wir können haben mehr Zeit zu diskutieren und auch noch ein bisschen auszutauschen. Weil natürlich ist für mich auch spannend, was sind eure Gedanken, die ihr damit verbinden würdet? Also wie würdet ihr euch überhaupt eine freiheitliche Gesellschaft denken? Das würden wir dann im Anschluss tiefer in die Diskussion einsteigen. Weil ich denke, der große Knackpunkt ist, warum wir sozusagen vom jetzigen Status quo nicht wegkommen, ist die Fantasielosigkeit. Das Wissen um die Möglichkeiten und die Ideen, was man denn machen könnte oder wie etwas organisiert werden könnte. Und die Befürchtungen, wenn dann plötzlich jemand, der etwas nicht mehr durchsetzen kann, nicht mehr da ist. Wenn eben plötzlich keiner mehr da ist, der auf den Tisch haut und basta sagt. Manche mögen sowas, manche finden es gut, wenn sowas nicht mehr stattfindet. Können wir dann gleich noch drüber diskutieren. Genau, also zu der Frage zur Geschichte. Die Hauptgeschichte oder der Hauptteil, was so in Deutschland sich abgespielt hat, war letztlich zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. In der Zeit haben dann auch anarchistische Ideen und Organisationsformen in Deutschland so weit erreicht, dass sie eine breitere Masse in Bewegung gesetzt haben. Und ich denke, viele von euch, die hier in Deutschland im Geschichtsunterricht waren, wissen, dass irgendwie ein sehr, sehr großer Schwerpunkt sozusagen auf diese Zeit gelegt wird. Gefühlt war irgendwie zwei Drittel vom Geschichtsunterricht irgendwie nur die Zeit von zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in meiner Erinnerung. Und die Sachen, die sozusagen dazwischen stattgefunden haben, um die Weimarer Republik eben zu destabilisieren. Und ein Begriff, da würde ich mich mal interessieren, wer von euch kennt noch den Kapp-Putsch? Also der dort stattgefunden hat. Okay? Und wer von euch weiß, wie viel die Anarchisten dazu beigetragen haben, dass dieser Putsch letztlich nicht erfolgreich war? Magst du nochmal sagen, was der Kapp-Putsch war? Also der Kapp-Putsch war im Endeffekt eben von den rechten Nationalen, also die eher so militaristisch und schon nationalsozialistisch so in die Richtung ging. Ein Versuch eben, die damalige Reichsregierung, die Weimarer Regierung letztlich zu ersetzen und selber die Macht zu übernehmen. Aber dieser Putsch war eben nicht erfolgreich, wobei sich aber eben das Militär immer sehr zurückgehalten hat. Weil die natürlich auch aufgrund dieser militärischen Ausrichtung dieser rechten Ideologen
letztlich dort teilweise affin waren oder zumindest Generäle hatten, die halt gesagt haben, wir halten uns erstmal zurück, wir warten mal ab, wer da draus als Sieger hervorgeht und schließen uns dann den Gewinnern an. Und das Spannende an der Stelle ist letztlich dieser erste oder vielmehr die zweite Aktion, weil der Begriff dahinter steht Rote Ruhr Armee. Und das ist eine, eben im Ruhrgebiet hat sich eben verschiedene Gruppen, die eben sehr stark aus dem anarchistischen Lager geprägt waren, zusammengefunden und haben sich dann bewaffnet und haben diesen Versuch der militärischen Macht in Deutschland zu erringen oder damals halt in der Weimarer Republik und haben sich denen entgegengestellt. Und das Spannende war, dass es halt nicht das erste Mal war, sondern die hatten schon die ersten Erfahrungen ein Jahr oder ein paar Monate vorher, wo es auch schon mal darum ging, dass sie unter Waffen standen und versucht haben, eben in Deutschland ein bisschen was zu verändern. Und ich würde halt jetzt einfach mal den ersten Teil vorlesen, der so ein bisschen die Ereignisse beschreibt, die halt dort stattgefunden haben und die aus meiner Sicht in der Geschichte oder halt gerade im Geschichtsunterricht viel zu wenig vorkommen, dass überhaupt irgendwas dazu gesagt wird, zu sagen, Moment, also die eben dort viel Widerstand geleistet haben gegen die ersten Anzeichen des Nationalsozialen, sind eigentlich geschichtlich vollkommen unbeachtet heutzutage. Also das ist das Kapitel 36, das hoffnungsvolle Stiefkind Anarchismus in Deutschland. Im Buch stehen zu jedem Kapitel dann auch immer so kleine Zitate, die Horst Schobasser halt dort eingebaut hat. Und das erste ist, die Deutschen sind ein Volk, das im hohen Maße von der Staatsidee durchdrungen ist. Das Zitat ist von Michael Bakunin, einer der frühen Theoretiker, die eben zum Anarchismus dann gearbeitet und geschrieben haben und natürlich auch sehr umtriebig waren, was so die Gründung verschiedenster Organisationen und Aktivitäten angeht. Also Deutschland war niemals ein Land, in dem libertäre Ideen eine wichtige Rolle gespielt haben. Und ohne Zweifel stimmt grosso modo die Sichtweise von einem eher angepassten und staatstreuen Volk mit einem ausgeprägten Anlehnungsbedürfnis an die jeweiligen angesagten Autoritäten. Aber eben nur grob gesehen. Eine verfeinerte Optik offenbart Deutschland als ein Land, in dem es eine erstaunliche Entdeckung zu machen gibt. Ein Land, das zwar Stiefkind der libertären Bewegung blieb, aber allemal gut ist für die eine oder andere Überraschung. Wie zum Beispiel jene syndikalistischen Bergarbeiter aus Dortmund und Umgebung, die am 20. Januar 1919 als Welturaufführung den Sechs-Stunden-Tag einführten. Sie besetzten die Zeche Minister Achenbach, bildeten einen Zechenrat, sozialisierten den Betrieb und fahren nur noch die Sechs-Stunden-Schicht. Ihr Beispiel funktioniert zur allgemeinen Zufriedenheit, außer der Unternehmer, und macht in kürzester Zeit Schule. 40 weitere Zechen schließen sich an und im Februar steht der größte Teil des Ruhrbergbaus unter der Kontrolle der Arbeiter. Andere Industriezweige verfahren nach dem gleichen Muster. Selbst handeln, direkt agieren, nur noch 6 Stunden arbeiten. Das 6 Stunden arbeiten muss man sich auch mal wieder vor Augen halten. Das ist 100 Jahre her. Und wie viele Stunden arbeiten wir heute? Also man muss sagen, dass die Anarchisten Sachen dabei hatten, wo man denkt, ja, wir streiten jetzt gerade darum, ob wir doch weniger arbeiten oder ob wir jetzt gerade wieder mehr arbeiten. Und eigentlich schon total absurd, wenn man sich anguckt, dass seit 100 Jahren irgendwie gefühlt dann gar keine Veränderung stattgefunden hat. Im Gegenteil, eher wieder eine Verschlechterung. Das Herz der Schwerindustrie in der Hand von Syndikalisten. Der Bergbau als Experimentierfeld der direkten Aktion. Das erstaunt selbst Historiker. Und kaum jemand würde so etwas ausgerechnet in Deutschland vermuten. Gelten doch deutsche Arbeiter bis heute als lang fromm und im Griff der sozialdemokratischen Gewerkschaften. Eben diese aber hatten damals durch ihre Paktiererei mit der kaiserlichen Kriegswirtschaft viel an Glaubwürdigkeit verloren und war bei den Kumpels unten durch. Auch die staatliche Autorität war durch den verlorenen Krieg und die Novemberrevolution bis in ihre Fundamente erschüttert. So blieb ja nichts anderes übrig, als sich zurückzuhalten. Eine deutsche Revolution. 3 Monate zuvor war durch das Deutsche Reich eine Welle des Umsturzes gegangen, in der Arbeiter- und Soldatenräte dem alten Regime die Machtfrage gestellt hatten. Kriegsmüde Matrosen und Lanzer, hungernde Frauen und Kinder, die ausgemergelten Arbeiterinnen und Arbeiter der kriegswichtigen Industrien, hatten die soziale Revolution auf die Tagesordnung gesetzt. Auslöser dieser Novemberrevolution waren Meuterei der kaiserlichen Matrosen in Wilhelmshaven und Kiel. Deren Beispiel, gerade so wie ein Jahr zuvor in Russland, war ein Lauffeuer, das das ganze Land erfasste. Vielerorts übernahmen die Arbeiter- und Soldatenräte faktisch die Macht. Räterepubliken entstanden von Ostfriesland bis nach München. Die Räte führten den Sturz des Kaisers herbei, verjagten die fürstlichen Dynastien in den einzelnen Ländern und begannen sofort mit der Organisation des sozialen Lebens. Ganz oben auf der Tagesordnung standen Probleme. Hunger, Kälte und die Kriegsfolgen. Politisches Nahziel war das Ende von Preußentum, Militarismus und Klassenstaat. Als Endziel schwebte ihnen ein freies Deutschland vor, sozialistisch in dem Sinne, dass die einfachen Leute jetzt das Sagen haben sollten. Der Adel müsste enteignet, die Industrie sozialisiert, der Oberkriegsstaat, der Obrigkeitsstaat durch einen Volksstaat ersetzt werden. Auf jeden Fall sollten die Räte zur Grundstruktur werden und auf keinen Fall wollte man sich mit der bloßen Einführung einer parlamentarischen Demokratie zufrieden geben.
Ich denke, wir haben immer wenig in der Vorstellung, wie neu Demokratie als Staatsform tatsächlich ist und wie kurz sie erst dieser ja, scheinbare Moloch ist oder Monolith, den wir dort vor uns sehen. Vor gerade mal 100 Jahren ist eigentlich noch die Diskussion ziemlich offen, ob es einen Parlamentarismus gibt, ob es irgendeine andere Staatsform gibt, ob es die, was die Monarchen noch zu sagen haben sollen oder inwieweit sie überhaupt schon aus dem Land getrieben wurden oder nicht. Also es ist gerade sehr viel am Wandel und viele denken halt noch, wie kann man die Gesellschaft organisieren? Die Fragen, die heute kaum noch in der Radikalität wirklich gestellt werden. Das Modell eines Rätedeutschlands sollte internationalistisch sein. In friedlichem Miteinander mit den anderen europäischen Völkern, von denen man ebenfalls eine proletarische Revolution erhoffte. Unterstützung fand diese Bewegung jenseits der noch unbedeutenden anarchistischen Zirkel, vor allem in Kreisen sozialdemokratisch Oppositioneller, die während des großen Völkermordens zu Kriegsgegnern geworden waren. Namentlich der Unabhängigen Sozialistischen Partei Deutschlands, USPD, und dem Spartakusbund. Inzwischen aber hatte das untergehende Kaiserreich loyale Sozialdemokraten vom alten Schlag in die Regierung gehievt und so einen Rettungsanker zurückgelassen, mit dessen Hilfe sich die konservativ-bürgerlichen Kräfte in Deutschland behaupten sollten. Hurra-Patrioten aus Kaiser Wilhelms Kriegskabinett wie Friedrich Ebert, Gustav Noske und Philipp Scheidemann bildeten 1918 eine neue, SPD-geführte Regierung, die aber weitgehend im Leeren regierte. Große Teile der Arbeitermassen waren weit radikaler als ihre traditionellen Führer. Sie wollten mehr als einen sozialdemokratischen Kanzler, sie wollten das, was seit 50 Jahren angeblich das Ziel der SPD war, eine Revolution. So lief dann im Winter 1918-1919 alles auf einen Ring zwischen SPD und Rätebewegung hinaus, zwischen Restauration und Revolution. Zugespitzt in der entscheidenden Frage, verfassungsgebende Nationalversammlung oder Rätedemokratie. In Berlin fiel zum Jahresbeginn die Entscheidung und sie fiel nach klassischer Manier durch die Macht der Waffen. Sozialdemokratische Politiker scheuten sich nicht, mit Artillerie und Minenwerfern gegen Arbeiterviertel vorzugehen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die Führerfiguren des Spartakus, wurden ermordet. Rechtsnationale Freikorpstruppen stellten das wieder her, was Ebert unter Ordnung verstand. Die deutsche Revolution von 1918 blieb eine unvollendete Revolution. In ihr setzte das konservative Deutschland die schärfste Waffe ein, die sie noch in ihren Händen hielt, die deutsche Sozialdemokratie. Sie war seit den Tagen der Ersten Internationalen beharrlich den Weg des Parlamentarismus gegangen und Folgerichtung von einer revolutionären Bewegung zu einer staatstragenden patriotischen Partei geworden. Aber noch konnte niemand so recht an diese Ungeheuerlichkeit glauben. Die Arbeiter am allerwenigsten. Als sie sahen, dass ihre Partei mit den alten Kräften des untergehenden gegangenen Reiches gleiche Sache machte, wandten sich viele von ihr ab. So leicht wollten sie ihr Ziel einer sozialen Umwälzung nicht aufgeben und die Gelegenheit hierfür schien günstiger denn je. Die Regierung des frischgebackenen Reichskanzler Ebert saß alles andere als fest im Sattel. Genau, das sozusagen eigentlich zum Hintergrund und zu diesem Milieu, in dem das alles stattgefunden hat. Und das, was wir halt leider übrig behalten haben, ist nur die SPD. Die USPD, den Spartakusbund, diese sind alle sozusagen in der Geschichte verschwunden. Was letztlich das Traurige eigentlich ist, dass der Zweite Weltkrieg nicht nur den Krieg als solches, sondern auch tatsächlich diese anarchistischen Ideen geschafft hat, gnadenlos auszumerzen, indem es vor allen Dingen auch viele Personen, die natürlich diese Ideen getragen haben, in den Konzentrationslagern tatsächlich umgebracht wurden. Das heißt, die Anarchisten waren letztlich nach der Machtergreifung Hitlers eine der ersten Gruppen, die auch in die Konzentrationslager gekommen ist und entsprechend beseitigt worden, soweit sie überhaupt zu dem Zeitpunkt noch am Leben waren. Das Spannende ist jetzt die Rote Ur-Armee, die eben dort diesem Kaputsch sich entgegengestellt hat. An der Stelle werde ich dann jetzt gleich mal weiterlesen. Der Moment, aus diesen Lehren Konsequenzen zu ziehen, also die erste Revolution, die eben 1918 stattfand, wo auch schon mal die Rote Ur-Armee da war, aber wo sie sich haben bequatschen lassen, damals letztlich von der SPD, weil sie noch nicht so viel Erfahrung hatten und ihnen die Waffen letztlich wieder friedlich abgenommen wurden. Das heißt, da haben sie noch nicht sich sozusagen militärisch besiegen lassen, sondern sie haben sich verbal vereinnehmen lassen. Und das nach der schlechten Erfahrung, was dann dabei von der SPD am Ende rausgekommen ist, haben sie das halt gemacht, also den Weg machen wir nicht nochmal, das hat nichts gebracht. Und jetzt ist eben der Moment, aus diesen Lehren Konsequenzen zu ziehen, sollte schon bald kommen. Rote Ur-Armee, ist das sowas wie die USPD? Genau, die USPD. Das war eine der Gruppen, die halt damals eben in der Weimarer Republik noch aktiv waren und die eben eine andere Sozialdemokratie und anarchistischer geprägt waren als die SPD selber. Das U für was steht das? Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Der Moment, aus diesen Lehren Konsequenzen zu ziehen, sollte schon bald kommen. Am 13. März 1920 putscht der rechtsradikale Politiker Wolfgang Kapp gegen die Reichsregierung in Berlin. Unterstützt wird er von dem Reichswehrgeneral von Lüdewitz und der Marinebrigade Ehrhardt, dem ersten Freikorps, das Hakenkreuze an den Stahlhelmen trägt.
Regierung flieht aus Berlin, die Faschisten marschieren auf die Hauptstadt und aufs Ruhrgebiet. Die Reichswehr ist gespalten. Ein Teil schließt sich Kapp an, ein Teil zögert, weil sie Kapp nicht für voll nimmt und stellt sich später auf die Seite der Regierung. Wer nicht zögert, sind die Proleten. Das war im Übrigen kein Schimpfbegriff, sondern es war einfach nur der Begriff für die Arbeiter. Genauso wie Malocher und also das muss man einfach geschichtlich sehen, nicht, dass man das irgendwie negativ abwertet und so weiter. Im ganzen Reich wird der Generalstreik ausgerufen und fast vollständig befolgt. Das ist übrigens auch noch eine Sache, die in Deutschland sehr anders gehandhabt wird. Also damals sozusagen noch eigentlich ein politischer Generalstreik. Das, was in Frankreich heute immer noch üblich und möglich ist und was in der deutschen Verfassung im Grundgesetz letztlich untersagt wurde. Es ist nicht mehr zulässig zu streiken aus politischen Gründen. Ist schon eine interessante Überlegung, die man damit eingebaut hat, dass man dort sozusagen der Arbeiterbewegung einen Stachel zieht, dass sie sich nicht gegen die Politik mit Streiks richten kann. Sie kann sich nur gegen ihre Arbeitgeber sozusagen streiken, aber nicht gegen die Regierung. Am weitesten jedoch gehen die Kumpels an der Ruhr. Hier hat man nicht vergessen, was ein Jahr vorher geschehen war. Die Arbeiter bewaffnen sich, stellen die Rote Ruhrarmee auf und begegnen dem Putsch auf eigene Faust. Es entsteht eine regelrechte Front quer durchs Ruhrgebiet, bis ins Münsterland hinein. Der militärische Kampf war kurz. Nach nur 5 Tagen bricht der rechte Putsch zusammen. Kapp und seine Drahtzieher fliehen, Generalstreik, Reichswehr und Rote Ruhrarmee haben den ersten faschistischen Spuk verjagt. Nach Meinung der Regierung war nun alles wieder normal. Den Arbeitern wurde artig gedankt und sie sollten doch bitteschön nun die Waffen abliefern und wieder arbeiten gehen. Die aber sahen das anders. Sie hielten die Macht in den Händen. Warum sollten sie diese Errungenschaft wieder aufgeben? Die Lehren des vergangenen Frühjahrs waren noch frisch und die alten Forderungen keineswegs erfüllt. Viele sahen die Chancen, den verpassten Umsturz jetzt zu vollenden. Die Rote Ruhrarmee blieb unter Waffen und so wurde am 17. März die Front der Arbeiter gegen Kapp zu einer Front der Reichswehr gegen die Arbeiter. 18 Tage dauerte der Widerstand gegen das Militär. 18 Tage, in denen im Hinterland viel geschah. Schon zu Beginn des Putsches hatte man die Gefängnisse gestürmt und die Genossen befreit. In jeder Stadt und Gemeinde bildeten sich sogenannte Vollzugsausschüsse, die sich der Organisation des täglichen Lebens annahmen. Die staatlichen Organisationen hatten sich als unfähig erwiesen und wurden einfach ignoriert. Besonders im Dortmunder Raum versuchte man, mit der Selbstverwaltung ernst zu machen. In den Betrieben hielt man nun Wahlen ab und alles, was der Staat seit April 1919 schrittweise abgeschafft hatte, wurde wieder eingeführt. Diesmal ging man sogar noch weiter. Die Versorgung der Bevölkerung lag nun in den Händen der Räte. Der Austausch mit den Bauern wurde organisiert, Preise wurden festgesetzt, Transport und Verteilung geregelt. Die wenigen erhaltenen Dokumente jener Tage zeigen, dass man sich auch mit den Niederungen des Alltags befasste, etwa was die Regelung von Alkoholkonsum auf Festlichkeiten, die Schlichtung von Streit zwischen Nachbarn und Kollegen oder die Entschädigung aufgebrachter Landbesitzer anging, bei denen man Waren für die Armee requiriert hatte. Auch die Empfehlung, freiwillig das Backen von Kuchen einzuschränken, weil dafür zu viel Eier und Zucker verwendet würden, zeigt durchaus ein Gespür für die Wichtigkeit von Details. Dabei ging es natürlich um Größeres. Die gleichen Forderungen, die schon die Resolution des Generalstreiks am Wochenende vorher enthielt, kamen jetzt wieder auf den Tisch. Allgemeine Anerkennung des Redesystems, Bildung einer revolutionären Arbeiterwehr, Freilassung der politischen Gefangenen, generelle Einführung des 6-Stunden-Tages, 25%ige Lohnanhebung, Entwaffnung der Polizei im Revier und Auflösung der Freikorps. Was immer möglich war, wurde nun versucht umzusetzen. Aber nur knapp 3 Wochen dauerte das Machtvakuum, in dem die Syndikalisten die Geschichte einer großen Stadt, ja einer ganzen Region in den Händen hielten. Zu wenig Zeit, um große Erfolge zu erzielen. 18 Tage nach Beginn des Aufstands schließt das Gros der arg bedrängten Roten Ruhrarmee mit der Reichswehr einen Friedensvertrag. Dieses Bielefelder Abkommen aber wird vom Militär kaum eingehalten. Die besten Kämpfer und fähigsten Organisationen sterben unter den Kugeln der vorrückenden Truppe. Der Traum von der Selbstverwaltung und Rätedemokratie wird zerschlagen. Die Generäle räumen auf. Im April 1920 stirbt im Ruhrgebiet der letzte Rest der deutschen Revolution vom November 1918. Man kann das, was sich in jenen Wochen in der deutschen Bergbaumetropole abspielte, ohne Übertreibung die Kommune von Dortmund nennen. Die Ähnlichkeit mit den Ereignissen von Paris, Kronstadt, Buenos Aires oder Barcelona fällt geradezu ins Auge. Niemand hat ihr je diesen Namen gegeben, aber dennoch hat sie existiert. Dass es diesen Namen nicht gibt, dass in Deutschland dieses Ereignis so gut wie unbekannt geblieben, hat viel mit Geschichtsschreibung und Parteilichkeit zu tun. Denn die Träger dieser Bewegung waren Anarchosyndikalisten und die passen so gar nicht ins Bild gängiger deutscher Geschichtsraster. Das soweit sozusagen zu der ersten
ja, großen Aufbegehren und wie man eben gelesen hat oder ich vorgelesen habe, dort sind eben viele von den Menschen, die halt diese Ideen getragen haben und auch verbreitet haben und vertreten haben, eben direkt schon unter den Waffen gestorben. Und das zieht sich halt auch weiter. Das zweite Beispiel, was es halt in München dann noch gab, gerade Bayern ist sozusagen interessant, wenn man sich überlegt, so CSU-stabil, wie eigentlich das hier in Bayern irgendwie läuft, dass hier auch mal einer dieser Auswüchse der Anarchisten letztlich München regiert haben, zumindest eine Weile. Genau, natürlich, es war nicht dann München alleine, sondern es gab vor allen Dingen in den Großstädten dann die Organisationen, die diese Räte eben dann hatten. Nur auf dem Land hatten sie wohl einen schweren Stand. Und deswegen lese ich jetzt gleich noch einen kurzen Blog zur Münchner Räterepublik. Danach können wir dann am besten in die Diskussion einsteigen, was für anarchistische Überlegungen oder Gedanken oder welche Überlegungen ihr hättet, wie denn diese Gesellschaft organisiert werden, ob ihr auch Überlegungen anstellen würdet, wie viele Eier für einen Kuchen zu verwenden sind oder wie lange man darauf verzichten sollte, dann wie lange man eben andere Dinge hinten anschiebt. Es ist schon erstaunlich, wie viele Aktivitäten eben, wenn eben gerade mal 18 Tage dort irgendwelche Gebiete sozusagen bearbeitet werden konnten. Wenn man sich überlegt, wie träge und mühsam heute irgendwie Gesellschaft stattfindet und in 2-3 Wochen haben die dort solche Sachen auf die Beine gestellt. Es ist beeindruckend, was Menschen, wenn sie Idealen folgen, leisten können. Also die Münchner Räterepublik. Die Novemberrevolution stürzte in Bayern die Dynastie des Hauses Wirtelsbach und machte das Königreich zum Freistaat. Da muss man auch wieder überlegen, inwieweit dort, wo sozusagen Anarchisten die Geschichte tatsächlich mitgeprägt haben. Wir wissen heute, das heißt immer noch Freistaat Bayern. Aber dass die Anarchisten dazu beigetragen haben, diesen König zu vertreiben, wer erwähnt das schon an der Stelle? Zum Ministerpräsidenten wurde der Vorsitzende des Arbeit- und Sozialrats Kurt Eisner gewählt. Die aufrechten Sozialisten, Kriegsgegner und Mitglieder der USPD. Eisner stand libertären Ideen mit Sympathie gegenüber und war mit einigen bekennenden Anarchisten befreundet. Sein politisches Programm sah ein behutsames Übergangsmodell aus Rededemokratie und Parlament vor, das vor allem dem starken politischen Gefälle zwischen den großen Städten und dem flachen Land Rechnung tragen sollte. Er misstraute dem plötzlichen Stimmungsumschwung und der vergänglichen Euphorie revolutionärer Massen. So versuchte er alles, um im Freistaat eine sozialistische Entwicklung in Gang zu setzen, die auf möglichst breiter Basis stehen sollte. Zu diesem Aufbauwerk gelang es Eisner, einige bekannte Freigeister und Libertäre zu gewinnen, so den Alternativökonomen Silvio Gesell und Gustav Landauer. Die rechtsaktive Szene der Münchner Anarchisten und Linkssozialisten hatte ohnehin aktiv am Umsturz teilgenommen und war bereits in diversen Räten und Ausschüssen vertreten. Zu ihnen zählten neben Erich Mühsam auch der später unter dem Pseudonym B. Traven berühmt gewordene Schriftsteller Red Marut, sowie der Dramatiker Ernst Toller. Landauer, der von dem unblutigen Verlauf der Revolution in München begeistert war, stellte sich voller Elan seiner neuen Aufgabe, die Eisner etwas blumig als rednerische Betätigung an der Umbildung der Seele umschrieb. Den Umsturz in Süddeutschland hielt Landauer für tiefgreifender als anderswo und sah gute Chancen zu einer Umgestaltung im libertären Sinne. Schon 1911 hatte er in seinem Pamphlet »Abschaffung des Krieges durch die Selbstbestimmung des Volks« geschrieben. Weder Regierungen noch Parteibürokratien sollten für das Volk sprechen und denken. Die wahren Schlachten der Völker werden im Unsichtbaren geschlagen. Nicht Hass und Gewalt schlagen sie, sondern Liebe und Arbeit. Dies umzusetzen schien ihm nun möglich und er nutzte die wenigen Monate, die dem revolutionären Freistaat vergönnt waren, zur emsiger Tätigkeit. Sein Hauptaugenmerk war dabei auf die Stärkung einer basisdemokratischen Rätestruktur gerichtet, die eine direkte Beteiligung möglichst vieler Menschen gewähren sollte. Seinen Wirkungskreis entsprechend knüpfte Landauer hierbei die Kontakte, die ihn dann in der Räterepublik zur Übernahme des Kulturressorts prädestinierten. Vor allem musste die junge Bewegung versuchen, ihren sozialen Basis zu erweitern. Das war außerhalb Münchens, Ingolstadt, Nürnbergs und Augsburg sehr schwach. Selbst in der Hauptstadt konnten sie sich neben einigen bekannten Intellektuellen nur auf die radikalsten Soldaten und die Arbeiterschaft stützen. Und selbst die war gespalten. Die SPD des rechten Flügels trat zwar der Regierung bei, aber nur, um von dieser Position aus jene revolutionäre Veränderung zu hintertreiben. Wie überall im Reich agitierten sie in den Fabriken gegen die Räte und torpedierten alle Initiativen der Regierung Eisner, der sie selbst angehörte. Die Unternehmerschaft polemisierte gegen Solidarisierungsvorhaben, rechte Professoren und nationalgesinnte Studenten widersetzten sich der Hochschulreform, die bürgerliche Presse rief zum Widerstand. Reaktionen begannen sich zu sammeln und bereiteten sich darauf vor, die Ereignisse zurückzudrehen. Im Hintergrund drehte die SPD fleißig mit. Es gärte, Stimmen wurden laut, die Revolution endlich zu vollenden und den Freistaat in eine echte Räterepublik zu verwandeln. Andere plädierten dafür, die Ziele der Bewegung besser zu vermitteln und verstärkt für sie zu werben. Das ging aber kaum in wenigen Wochen, denn für den 12. Januar waren allgemeine Wahlen angesetzt. Erwartungsgemäß siegten SPD und Bürgerliche im bayerischen Landesdurchschnitt mit klarer Mehrheit. Am 21. Februar wird Kurt Eisner auf dem Weg in den Landtag, wo er seinen Rücktritt bekannt geben wollte, von einem rechtsnationalen Offizier ermordet. Es kommt zu Tumulten, das Parlament löst sich auf, ein provisorischer Zentralrat wird gebildet.
Die Frage, die sich den revolutionären Kräften nun stellt, heißt aufgeben oder durchstarten. In München scheint die Selbstverwaltung nach wie vor populär. In Bayern aber, das weiß man nun, sind ihre Anhänger hoffnungslos in der Minderheit. Die Räte stellen die Frage auf einer offiziellen Massenversammlung zur Entscheidung. Die Proklamation einer Räterepublik wird beschlossen, und zwar als notwendige Bedingung zur Weiterführung der Revolution. Nach 10 Verhandlungen zwischen SPD, USPD, Bauernbund, der Armee, den revolutionären Körperschaften und der neu gegründeten KPD um die künftige Struktur wird am 7. April die Räterepublik ausgerufen. Im Proklamationsmanifest, mit dessen Formulierung Landauer und Mühsam beauftragt wurden, hieß es unter anderem: Bayern ist Räterepublik. Das werktätige Volk ist Herr seines Geschicks. Die revolutionären Arbeiterschaft und Bauernschaft Bayerns, durch keine Parteigegensätze mehr getrennt, sind sich einig, dass von nun an jegliche Ausbeutung und Unterdrückung ein Ende haben muss. Angeschrieben werde die Verwirklichung eines wahrhaft sozialistischen Gemeinwesens, in dem jeder arbeitende Mensch sich am öffentlichen Leben beteiligen soll. Das Ende jeglicher Unterdrückung blieb jedoch ein frommer Wunsch. In Bamberg hatten sich bereits eine konservative Gegenregion gebildet, die auf Eberts Unterstützung rechnen konnte. Der allzeit bereite Noske drängte auf Befreiung Münchens. Die Bayerische Räterepublik und das Reich lösten ihre diplomatischen Beziehungen. Also da hatten wir mal den Fall, wo ja immer so spekuliert wird, ob Bayern mal aus Deutschland austritt und sozusagen eigenständig wird. Zu dem Zeitpunkt war Bayern eigenständig, weil sie hatten sich von Deutschland losgesagt. Oder beziehungsweise von der Weimarer Republik in dem Kontext dann. Die wenigen Wochen, die dem Experiment noch blieben, zeugten von atemloser Betriebsamkeit. Alles, was bisher versäumt wurde, sollte nun angepackt werden. Die ausländischen Kriegsgefangenen wurden befreit, die Banken besetzt, Presse und Bergbau sozialisiert, Lebensmittelverteilung kontrolliert, die Polizei entwaffnet und eine Verteidigungsarmee aufgestellt. Man beschlagnahmte die zahlreichen Spekulationsgrundstücke auch zum Zwecke des Wohnungsbaus und quartierte kinderreiche Arbeiterfamilien in Industrievillen ein. Sogar ein Revolutionstribunal wurde eingerichtet. Die meisten von ihm verhandelten Fälle endeten übrigens mit Freispruch. Das härteste Urteil lautete auf 2 Jahre Gefängnis. Silvio Gesell war nun Vollzugsbeauftragter für Finanzen geworden und begann eine Wirtschaftsreform auf der Basis des Freigeldes. Ist das Konzept Freigeld und Silvio Gesell, wie weit ist der Kontext bekannt? Mal kurz Armzeichen, wer kennt Silvio Gesell und seinen Kontext? Okay, dann hole ich da mal ganz kurz aus, weil eigentlich ist Silvio Gesell eine sehr illustre Figur, die auch heute noch in der alternativen Geldszene sehr, sehr stark referenziert wird. Das ganze Thema Regionalgelder und Schwundgeld, das ist sozusagen sein Konzept, sein Entwurf gewesen, also das Schwundgeld zumindest. Ein Geld, welches nicht gehortet werden kann, sondern aufgrund von Preisaufschlägen oder Gebühren zwingend in Umlauf gehalten wird und damit nicht in dieser Form zum Nachteil der Menschen sozusagen genutzt wird, um einfach diese eklatante Diskriminierung sozusagen, was heute über das Kreditgeld stattfindet, zu entkräften. Diese Figur hat halt tatsächlich in München, in der Räterepublik, ja, einen aktiven Posten inne gehabt. Das heißt, er hat hier an der Geschichte mitgeschrieben, auch wenn diese Geschichte sozusagen fast niemand aufgeschrieben hat. Diese schwarzen Flecken sozusagen, passend zur Anarchie, sind dann wirklich einfach ausgeblendet worden. Das heißt, man weiß gar nicht, wie sich diese Menschen hier betätigt haben und was da eben gerade hier in Bayern, auch Münchner. Wenn ich mir vorstelle, dass die CSU darüber berichtet, was für eine anarchische Geschichte in München gelaufen ist, ich glaube, die müsste sich wahrscheinlich sofort selber auflösen oder sowas. Gehen wir mal noch weiter von dem, was dort noch stattgefunden hat. Das Bankgeheimnis wurde aufgehoben, Abhebungen eingeschränkt und Bestimmungen zur Sozialisierung der Geldinstitute erarbeitet. Gustav Landauer übernahm als Volksbeauftragter für Volksaufklärung die Arbeit des ehemaligen Kulturministeriums. Im Schulwesen, im Theater, an den Hochschulen, in der bildenden Kunst, den Bibliotheken und der Architektur brachte er Projekte auf den Weg, die nicht einfach vom Ministerium angeordnet, sondern von der Selbstverwaltungskörperschaft gestaltet werden sollten. Es wurde damit vermutlich zum Vater der ersten bayerischen Behörde mit dezentralem Arbeitsstil. All das hört sich gewiss gut an, aber dieses sympathische Experiment stand wie auf einer schmelzenden Eisscholle. Die Wahlen hatten gezeigt, dass man den Willen der schweigenden Mehrheit zuwiderhandelte. Deshalb hofften die Revolutionäre, durch das praktische Beispiel zu überzeugen. Aber selbst unter ihnen herrschte Uneinigkeit. Dem Ideologen der KPD war diese Scheinräterepublik nicht proletarisch genug und sie verweigerte die Mitarbeit. Vermutlich, weil ihre Partei nicht die Führungsrolle spielte. Das änderte sich, als am 13. April ein blutiger Putsch der Bamberger Gegenregierung niedergeschlagen wird. Nun übernimmt die KPD handstreichartig die Macht und unter Eugen Levin als Zentralratsvorsitzender beginnt die zweite und letzte Phase der Räterepublik. Ihre Losung lautet Diktatur des Proletariats. Also KPD ist ja die kommunistische Partei Deutschland, die sehr dem marxistischen Vorstellungen, wie dieser Umsturz oder der Wandel von der bestehenden Staaten hin eben zur eben parlamentarischen Diktatur, das was eben dann in der Sowjetunion ausgeübt wurde. Und dieser Kontext war halt da auch schon wieder spürbar, dieses autoritäre und letztlich von oben diktierte und nicht auf der breiten Masse basierende Vorgehen.
Ihre Losung lautet Diktatur des Proletariats. Ihre Aktivitäten erschöpfen sich in einem Generalstreik, der Entwaffnung des Bürgertums und dem Versuch, die militärische Verteidigung zu organisieren. Aber die 15.000 Münchner Rotarmisten hatten gegen die 45.000 Reichswehr- und Freikorpssoldaten keinerlei Chance. Am 3. Mai fällt die Landeshauptstadt. Mit der Räterepublik sterben fast 1.000 ihrer Anhänger. Sie werden erschlagen, erschossen oder von fliegenden Standgerichten zum Tode verurteilt. Unter den Opfern befindet sich auch Gustav Landauer. Er endet am 2. Mai 1919 im Hof des Gefängnisses Stadelheim unter den Fußtritten und Kolbenschlägen der siegestrunkenen Soldeska. Das, was er jetzt noch ein bisschen ausführt, ist eben, wie auch zum Beispiel Erich Mühsam ebenso dort zu Tode kommt. Und damit sind letztlich auch die letzten Aktivitäten, was anarchistische Gruppen angeht, in Deutschland beendet. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind auch letztlich keine Anarchisten mehr übrig, die dort das große Ruder irgendwie bewegen könnten oder an der Neubildung der Gesellschaft hätten mitwirken können. Ja, jetzt zu euch, wenn ihr Vorstellungen oder Ideen, wenn jemand euch sagt, okay, wir schaffen den Staat ab. Derjenige, der heute festlegt, was Recht und Gesetz ist und dieses Recht und Gesetz eben auch gegenüber jedermann und jeder Frau durchsetzen kann, wie kommt so ein Wunsch? Es ist ja erstmal keine Forderung, weil Anarchisten fordern nicht, sondern Anarchisten tun, handeln und verantworten, was sie tun normalerweise. Welche Vorstellungen habt ihr? Also weckt es in euch Ängste, wenn ich jetzt morgen sage, ja, also Polizei, es gibt keinen Notruf mehr, weil es gibt keine Polizeistruktur mehr so in der Form. Habt ihr dann Angst, dass ihr sofort ausgeraubt werdet, dass eure Nachbarn euch die Tür eintreten und alles bei euch rausholen, was ihr noch zu habhaft werden könnt? Oder meint ihr, dass Menschen sich friedlich ohne einen Aggressor letztlich organisieren können? Man kann sich nur selber organisieren, selber an sich arbeiten, niemals erwarten, dass irgendein anderer irgendetwas macht. Man kann sein Leben selber leben. Und zu diesem Angst vor Raub, Angst zieht Angst an. Habe ich keine Angst davor, ziehe ich es auch nicht an. Aber da muss man selber bei sich gucken, warum habe ich Angst? Diese Gesellschaft, dieser Moment ist abzuschaffen, ist ein Utopie. Weil da ist einfach das Militär und die Mächtigen einfach zu stark. Die lassen es nicht zu. Da muss man abwarten, bis sie sich gegenseitig irgendwie in einem riesigen Krieg kaputt kloppen. Okay. Und das, was dann noch übrig bleibt, das kann sich dann neu organisieren. Okay. Aber da muss man einfach Geduld haben. Also ich glaube, ganz viel würde sich wunderschön organisieren. Und gleichzeitig bleibt so eine Frage, wie, also vielleicht weißt du auch, wie das in der Praxis in den Räterepubliken ausgesehen hat, aber wie, also weil eben, es sind ja noch nicht eine wahnsinnige Bildungsarbeit irgendwie auch mit sich selbst und irgendwie mit der Gesellschaft überhaupt dazu zu kommen, dass wir irgendwie Selbstverantwortung übernehmen und eben auch die Freiheit dann nicht ausnutzen gegen andere, wenn wir eben nicht mehr mit diesen Sanktionen zu rechnen haben. Und ich frage mich schon, wie dann zum Beispiel mit Gewalt gegen Menschen umgegangen werden kann. Nicht, dass jetzt unser jetziges System das richtig gut macht, das nicht, aber irgendwie ist es vom Gefühl her trotzdem noch, gibt es wenigstens was, wo man sich theoretisch hinwenden kann und was manchmal auch dann agiert. Genau, also vielleicht kurz zu den Organisationsformen. Also die Schwierigkeit ist bei diesen Organisationsformen immer gewesen, natürlich, dass sie auf Freiwilligkeit beruhten. Das heißt, die Regeln oder die Vereinbarungen, die getroffen wurden, mussten von allen akzeptiert werden und dann auch nicht nur eben in dem Gremium gerade gesagt worden, ja okay, und dann morgen mache ich es doch nicht, sondern es hat eben tatsächlich sehr viel mit Selbstverantwortung und Selbstdisziplin dann letztlich zu tun, um sich an Vereinbarungen auch zu halten. Aber natürlich auch immer die Möglichkeit, und ich denke auch dadurch wird es dann auch leichter zu wissen, ich kann morgen auch hingehen und sagen, du, ich habe gemerkt, so nach einer Woche, das passt für mich nicht. Lass uns nochmal drüber reden. Weil nämlich auch das ist, Verträge sind nur so lange einzuhalten, solange beide dazu bereit sind. Und das ist ja heute letztlich auch die Schwierigkeit, wenn ich einen Vertrag schließe, gibt es plötzlich eine Instanz, die mich dazu zwingen könnte, wenn ich vor Gericht dann verklagt werde, diesen Vertrag einzuhalten. Was ja eigentlich ziemlich absurd ist. Und deswegen, ich denke ja, die Schwierigkeit aus unserer heutigen Gesellschaft in diese freiheitlich verantwortliche Ebene zu kommen, hat mit sehr viel inneren Veränderungen zu tun. Das Kritische dabei ist, was zumindest bei vielen Anarchisten auch ganz klar war, es kann aber nicht darauf warten. Letztlich ist es ein Schritt für Schritt. Das heißt, man versucht freiheitliche Elemente einzubauen, dann den Menschen den Lernraum auch wieder zu geben, sich anzupassen und auch mit ihnen geduldig zu sein. Aber man kann nicht auf den Menschen warten, um mit diesen Dingen anzufangen, weil anfangen eigentlich immer und jederzeit
und dann Schritt für Schritt weitergehen. Das, was letztlich auch der Kommunismus marxischer Prägung hatte, die Vorstellung, man müsse dann den Arbeiter erziehen, damit er dann frei leben könne, in einer diktatorischen Struktur, ist vollkommen absurd. Also man muss die Freiheiten und den Freiraum geben, um überhaupt Freiheit erlebbar zu machen und zu erfahren, was passiert eigentlich, wenn mir niemand etwas verbietet. Wie entscheide ich dann selber, wie viel Kuchen ich esse? Bis ich platze oder bis ich keine Zähne mehr habe? Oder habe ich vorher dann doch Kontrollmechanismen, die ich mir selber gebe, zu sagen, ich merke, das ist ungesund für mich und brauche da keinen äußeren Regelmechanismus? Du wolltest. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sich meine Antwort auf die Frage bezieht, aber ich sage es mal trotzdem. Also ich denke schon, dass sobald die Despoten entwaffnet werden, neue Despoten mit Waffen gerne dieses Vakuum füllen wollen. Und so war es ja eigentlich auch immer in der Geschichte des Anarchismus, dass ein Monat oder ein paar Tage lang eine herrschaftsfreie Gesellschaft da war und dann kam irgendein Militär, Kommunisten, wer auch immer. Ja, und ich denke, dass das nicht der Weg ist, um wirklich eine Herrschaftsfreiheit zu erreichen. Tatsächlich muss niemand meiner Meinung sein, aber ich denke tatsächlich, dass Struktur ein Mittel gegen Herrschaft ist. Naja, so ein Gedanke halt. Was in dem Kontext vielleicht auch noch aber wichtig ist zu ergänzen, die Anarchisten sind letztlich überall militärisch oder gewaltsame Konflikte hineingezogen worden, aber im Normalfall hatten sie nicht das Schwert erhoben zuerst. Sie haben Machtvakuum genutzt und Situationen, in denen es gerade umstürzerische Versuche meistens eben von rechts auch gab und haben sich dem entgegengestellt. Aber auch für die Anarchisten war auch damals schon klar, das Mittel ist nicht sozusagen Krieg zu führen gegen die Obrigkeit, sondern eher die Obrigkeit so weit abzuwehren, dass man eben einen Raum überhaupt noch schützen kann, indem man diese Selbstorganisation durchführen kann, weil eben die Schwierigkeit zumindest damals auch war und auch heute ist, das gesamte Land letztlich von der Staatsidee und von der Staatsmacht durchdrungen ist. Und wenn man jetzt über den privaten Raum hinaus, zum Beispiel tatsächlich ein komplettes Unternehmen, mal angenommen, ich möchte ein Unternehmen machen, das so selbstorganisiert ist, dass es nicht bereit ist, Steuern zu zahlen oder sich irgendwie vom Staat keine Vorschriften machen lassen möchte, dann wird es sehr, sehr schwierig, das sozusagen auf einem Gebiet, in dem ein Staat aktiv ist, und das gibt es auf dieser Welt eigentlich überall, egal wie stark oder schwach er gerade ausgeprägt ist, aber jedes Stück Land ist letztlich von einem Staat besetzt. Man kann räumlich auf der Erde letztlich nicht fliehen, wirklich ohne irgendjemanden auf dem Land. Beim Wasser mag es anders sein, aber wer möchte schon die ganze Zeit auf einem Schiff wohnen? Jetzt bin ich, habe ich irgendwie den Faden verloren. Aber, ja, wir können springen, das ist ja einfach ein freies Thema. Was ich aus dem, was Sie vorgelesen haben, heraussehe und was ich aus dem, was jetzt im Moment auch hier auf der Welt passiert, dass wer auch immer sich gegen die Regierung stellt und der Regierung tatsächlich gefährlich werden könnte, wird eliminiert. Wie der Nawalny oder jetzt so einige. Doch nicht. Kennedy und da gibt es so einige, die einfach ermordet wurden oder schachmatt besetzt wurden. Also wer diesem System wirklich gefährlich wird, wird eliminiert. Das sind die Skrupellosen. Ich sag gleich noch was dazu. Ich hätte schon Angst, so habe ich mir überlegt, also weil du gefragt hast, war eine gute Frage und vielen Dank, das war echt interessant. Ich hätte schon Angst, so, dass der Bus irgendwie, dass ich nicht weiß, wann der Bus kommt, ist mir jetzt erstmal so eingefallen. Aber der kommt und, irgendwann. Ja, genau, der kommt ja eh. Ich glaube, es fahren viele Busse. Ja, aber der kommt ja, genau. Du bist ja im Afrika, Südamerika und da kommen immer Busse, ständig. Da gibt es auch keinen Busplan und der kommt einfach, das passt einfach. Heilig, genau, zu Ende gedacht. Aber es ist schon gut, dass man dann auch so ein bisschen weiß, ja, wann er kommt. Ne? Und ob einer kommt die nächste Stunde. Und da hätte ich Angst, dass der Bus nicht kommt. Und dann habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich kein Geld verdiene. Ja, habe ich mir so überlegt. Ja. Also ich würde sehr widersprechen, dass in Afrika und Amerika, Südamerika keine Buspläne gibt. Das ist sowieso, das sind zwei riesige Kontinente. Ja. Sehr schwierig, aber tatsächlich in der Barcelona-Zeit der Anarchie hat eine alte Dame mal gesagt, der Bus kam so pünktlich, sie hat irgendwie nicht so viel gehalten von den Anarchisten, aber der Bus kam so pünktlich wie nie. Genau. Und genau, nur ganz kurz, wenn ich jetzt gerade rede, ich fände es richtig toll, wenn ihr achtet, dass wenn ihr euch bewegt, dass ihr Masken anzieht und wenn ihr alleine da seid, wenn ihr euch auf einen Platz setzt mit 1,5 Meter Abstand, weil genau das wir einfach zusammen darauf achten. Danke. Genau, das war die Anekdote, die eben aus dieser Dokumentation von der Anarchie in Spanien, wo halt die ältere Dame dort eben genau interviewt wird und sagt, die einzige Zeit, wo diese Tramlinien letztlich pünktlich waren, waren, als die Anarchisten dort waren. Barcelona war halt damals, also 1936 bis 1939 war die Zeit der Anarchie in Spanien und dort Barcelona war eine der Millionenstädte, die tatsächlich unter anarchistischer Kontrolle, ist eigentlich der falsche Begriff, unter anarchistischer Organisation standen und die es tatsächlich geschafft haben, auch diese Millionen Menschen zu organisieren
in der Hinsicht, dass sie auch sowas wie Nahrungsmittelverteilung und Bedarfsgüter des täglichen Lebens geschafft haben zu organisieren. Aber das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Das ist in der Zeit, wo die Anarchisten geherrscht haben, da kam der Bus pünktlich. Nein, das ging nur um die Anekdote. Es geht eher darum, also diese Organisation, sie haben es geschafft, letztlich eine Millionenstadt zu organisieren. Deine Sorge, dass man jemanden, der etwas durchsetzen kann, bräuchte, um etwas zu organisieren, dass wir halt da tatsächlich auch geschichtliche Beispiele haben, wo auch die Anarchisten das schon geschafft haben, Millionenstädte zu organisieren. Auch eben die Sorge mit dem Verdienst und so weiter. Die meisten Experimente, die zumindest in Spanien, die hatten eben ein bisschen mehr Zeit, die hatten fast 3 Jahre in einzelnen Gebieten und dort ist es unterschiedlich gehandhabt worden. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Strömungen. Manche sind komplett geldfrei gewesen. Das heißt, die haben einfach nach Bedarf dann sozusagen verteilt und gesagt, hier, nimm, was du brauchst. Oder manche andere haben mit Gutscheinen organisiert. Das heißt, wo eben bestimmte Sachen knapp waren, dass sie dann darüber das versucht haben zu organisieren. Die Schwierigkeit ist, wenn man eben diese geschichtlichen Ereignisse nicht kennt, nicht weiß, dass die sogar schon praktisch ausprobiert werden, dass das nicht alles nur Theoriekonstrukte sind, sondern dass sie tatsächlich unter praktischen Erfahrungen stehen, dass man dann wahrscheinlich auch mehr Angst hat, sowas auszuprobieren, weil man es halt nicht kennt. Zu sagen, es gibt Möglichkeiten. Also die Menschen haben es schon hinbekommen. Also zum einen, es war eine Zeitzeugin, die es gesagt hat. Ja. Okay, gut. Und dazu, weil für mich heißt es auch nicht, dass es irgendwie ein regelfreier Raum ist, weil klar, Organisation hat auch immer irgendwas mit Struktur zu tun, sondern für mich ist es wirklich dieses Hierarchiefreie, von ich kann mich irgendwie, es basiert auf vollkommener Freiwilligkeit, irgendwie mitmachen möchte und nicht, und wenn ich nicht mitmachen möchte, dann stehe ich aber auch niemandem dabei im Weg. Und ich sehe irgendwie tatsächlich die größte Gefahr, ich glaube, wie du schon sagst, irgendwie wird schon irgendwie kommen und es wird schon irgendwie, also ich sehe das nicht weniger so das Problem in der Organisation selbst, weil ich glaube, man kriegt das schon gut organisiert, man muss sich halt irgendwie bewusst sein, okay, wir sind alle in einem, vom Denken her, wir sind alle in einem gewissen System aufgewachsen, wir haben dieses System irgendwie in uns drin, aber ich sehe tatsächlich das Problem ist vor allem auf die Sicht mit dem Historischen eher auf die Gefahr von außen in Anführungszeichen, weil wenn man den Menschen die Zeit gibt, sich selbst zu organisieren, werden sie sich auch selbst organisieren. Aber ich sehe irgendwie die Gefahr darin, dass dieser Zeitraum nicht gegeben wird. Also dass die Menschen vorher wieder eingehegt werden, bevor sie sich sozusagen stabile Strukturen geschaffen haben. Eine Sache, die mir da gerade, weil du nochmal Ordnung und Organisation gesagt hast, was eigentlich eine Ankündigung statt, den Begriff habe ich jetzt noch gar nicht benutzt, Anomie. Es wird ja immer gesagt, Anarchie, Chaos und so weiter und dann würde Gewaltherrschaft herrschen, was aber ja gar nicht der Begriff aussagt und auch nicht der Inhalt ist, sondern eben der Begriff der Abwesenheit einer Ordnungsstruktur und letztlich dann eben die Übergang zur Gewalt und Gewaltordnung ist letztlich die Anomie. Das heißt, das ist eigentlich Abwesenheit von Ordnung, während Anarchie eben die Abwesenheit von Herrschaft sagt. Die Frage ist aber eben, können wir uns auch Organisationsform herrschaftsfrei denken? Also wenn wir im Kleinen anfangen, zum Beispiel Familie, haben wir im Kopf, ist die Familie herrschaftsfrei oder hat einer das Sagen? Oder zumindest die Kinder müssen sich unterordnen oder sind sie auf gleicher Augenhöhe? Selbst wenn man Mann und Frau heute im Kopf auf gleicher Augenhöhe sieht, das heißt nicht mehr, der Mann haut auf den Tisch und die Frau hat irgendwas zu tun oder umgekehrt, je nachdem, wie man sich gerade vorstellen möchte, wer die Hosen anhat. Aber eben die Kinder sind meistens doch eine Ebene tiefer gesetzt. Wir haben ja die Woche auch noch eine Veranstaltung, wo es auch nochmal um das herrschaftsfreie Leben mit Kindern geht. Weil ich glaube, auch in unserem Denken ist sehr, sehr viel notwendig, wenn wir jemanden abwerten oder aufwerten. Egal aus welchen Gründen, ob es ist, weil er ein Studium hat und zu irgendeinem Thema was sagen möchte oder halt sozusagen eine Ausbildung genossen hat und so weiter und deswegen irgendwie fachlich kompetenter sein soll. Auch solche Sachen sind im Kopf schon eine Über- und Unterordnung. Und die Frage ist, ob wir damit schon der Person Macht verleihen. Das heißt, wenn eine Person, weil sie irgendetwas studiert hat, dann über irgendein Thema was sagt, sagen wir, oh, der weiß bestimmt mehr und besser als ich und deswegen geben wir ihm schon die Macht, sozusagen das, was ich sage, zu diskreditieren, obwohl er inhaltlich vielleicht komplett daneben liegt, aber wir wissen es halt gerade nicht. Und das sind schon Beziehungen, wo wir aufpassen, ob wir Organisation auch mit Macht sozusagen assoziieren oder ihr Macht geben. Ja, ich wollte sagen, vielleicht, was du gesagt hast, dass genau da auch irgendwie die Angst drin liegt, dass Leute verstehen, ah ja, Anarchie, okay, haben wir Anarchie, dann brauchen wir uns an nichts mehr halten und dann denke ich nur noch an mich und dann, also dass halt sowas entsteht, dass da überhaupt gar nicht mehr irgendwie gedacht wird, ah ja, Anarchie ist doch eigentlich Konsens und wir denken an alle und wir wollen ein Miteinander, in dem es allen gut geht, sondern dass eben viele Leute denken, Anarchie, okay, Chaos, ich mache, was ich will und alles mir egal. Ja. Ein Riesenproblem. Also ich glaube, es gibt halt viele Menschen auf der Welt, die halt das auch einfach falsch verstehen und den Begriff irgendwie, das hast du ja, damit hast du ja angefangen, dass genau. Einfach
Deswegen ist es dann vielleicht einfacher, wenn man sozusagen nicht in einem eingeweihten Kreis ist, die eben den Begriff Anarchie schon positiv besetzen und dahinter eine freiheitliche Gesellschaft verstehen, tatsächlich einfach von einer freiheitlichen Gesellschaft zu sprechen, die vor allen Dingen ohne Gewalt auskommt und vor allen Dingen das Gewaltmonopol des Staates nicht einfach in Frage stellt, sondern tatsächlich überhaupt nicht benutzt und dabei eben tatsächlich dann zu überlegen, weil der größte Knackpunkt aus meiner Sicht sind dann so Vorstellungen, ja okay, Arbeitsleben und so weiter, das kriegen wir schon irgendwie hin, so ein bisschen, weil es ist ja heute auch recht freiheitlich, der Arbeitgeber hat zwar ein Weisungsrecht und so weiter, das wäre vielleicht ein bisschen komisch, wenn das in einem anarchistischen geprägten Betrieb noch stattfinden würde, weil irgendwie ist ja da das Kollektiv, was dann eigentlich entscheiden soll. Aber die Frage ist, was machen wir mit Gefängnissen und wen sperren wir da aus welchen Gründen ein und wer hat das Recht, wen dort einzusperren und wie lange und wie ist das dann organisiert? Also das ist die Frage, die mich die ganze Zeit umtreibt. Was passiert mit Menschen, die in dem System nicht so mitmachen oder in dieser gewaltfreien, herrschaftsfreien Ordnung, sondern die sich darüber hinwegsetzen? Und ich glaube, es ist eine Utopie zu denken, es wird nie mehr solche Menschen geben, die dann Gewalt Leuten antun. Dann muss es, also ich, keine Ahnung, gibt es was herrschaftsfrei trotzdem denjenigen beschützt, dem Gewalt angetan wird? Ja, also ganz klar kann ich auf jeden Fall beantworten. Natürlich gibt es auch in einer anarchistischen Organisationsform Menschen, die sich zur Aufgabe setzen, andere Menschen zu schützen. Sie müssen sozusagen nicht primär Gewalt ausüben. Das gibt es dann auch in der gewaltfreien Kommunikation, wo Rosenberg zum Beispiel auch von beschützender Gewalt letztlich spricht, die im Moment der Situation, zum Beispiel wenn zwei Konkurrenten sich prügeln wollen, so irgendein Streit in einer Bar oder so weiter, die zwei oder drei Leute, die dann erstmal eingreifen und die beiden auseinanderziehen und festhalten. Natürlich üben sie Gewalt aus, aber es ist in dem Sinne erstmal schützende Gewalt, die Schlimmeres verhindern soll. Und dann die Fähigkeit auszubilden, die Sachen runterzuregeln, die beiden eben abzukühlen, also so in so einem kleinen Konflikt. Und die große Frage ist letztlich tatsächlich, und das lässt sich momentan auch nicht beantworten, wie viel von dem, weswegen heute Menschen bestraft und eingesperrt werden, ist in einer anarchistischen Gesellschaft noch möglich. Also ein großer Knackpunkt ist zum Beispiel das Thema Eigentum. Einer der frühen anarchistischen Vertreter, Joseph Proudhon, der ja von dem das berühmte Ausspruch ist, Eigentum ist Diebstahl. Und das heißt letztlich, Eigentum würde in einem staatsfreien Gebiet eigentlich keinen Sinn mehr ergeben, weil Eigentum ist ein Rechtstitel. Und Recht kann ich nur durchsetzen, wenn ich Gewalt auf meiner Seite habe und Gerichte und so weiter und den ganzen Polizeiapparat. Das heißt, was es noch gibt, ist Besitz. Das heißt, das, was ich habe, habe ich. Das kann mir zwar weggenommen werden, aber es gibt keine Grundlage, auf der es mir weggenommen werden kann. Das heißt, ich kann es auch verteidigen und mir das Wegnehmen verhindern, wie auch immer das dann organisiert wird. Aber primär geht es erstmal darum, die Vorstellung von Eigentum loszuwerden. Und wenn wir an dem Punkt sind, okay, Eigentum gibt es nicht, aber dann kann es auch keine Eigentumsdelikte geben. Das heißt, ich kann niemanden Eigentum streitig machen. Eine andere große Bandbreite sind das Ganze, was heute so unter Rauschmittel, Drogendelikten und so weiter läuft. Welche Instanz sollte jemand dafür bestrafen, dass er irgendwelche Rauschmittel nimmt oder sonst irgendetwas konsumiert? Alles, was er seinem eigenen Körper antut, ist letztlich sein Problem. Wie das Gesundheitswesen organisiert ist und wie da dann die Selbstverantwortung wiederum geregelt ist, das ist dann auch wieder individuell zu gucken, ob dann Leute bereit sind, sozusagen die Kosten, die eventuell durch eine schlechte Umgang mit dem eigenen Körper entstehen, wie man das dann wieder verteilt. Aber das sind alles sozusagen Fragen, die werden in der direkten Form eher gelöst werden, als wenn man versucht, die organisatorisch vorab zu klären. Wenn man sich solche Vertragskonvolute, was man heute in allen möglichen Ecken, jede Webseite, die man besucht hat, irgendwie Nutzungsbedingungen, die 20 Seiten lang sind, kein Schwein guckt es an. Aber wenn es irgendwie Probleme gibt, dann landet man mit dem Zeug vor Gericht. Das ganze Zeug würde halt wegfallen. Das heißt also auf jeden Fall, viele Probleme, die die Struktur selber erschafft, werden natürlich nicht mehr da sein, aber natürlich gibt es noch so etwas, zum Beispiel Vergewaltigung. Es ist natürlich die Frage, wie viel ist in einer freieren Gesellschaft, das heißt nicht, dass es deswegen überall freie Liebe gibt, aber die vielleicht etwas unverkrampfter und unkomplizierter mit Sexualität umgeht, die vielleicht keine Maßgaben mehr macht, welche Sexualität man wann, wie, wo ausleben müsste, sondern es geht dann eben darum, bestimmte Personen vor den Übergriffen anderer zu schützen, die gegen ihren Willen stattfinden. Wie man das dann organisiert, ist dann eine Sache. Ich denke, der große Knackpunkt ist vor allen Dingen, wie man dann auch mit den Tätern umgeht. Die Vorstellung ist zumindest, dass sich dann eher Leute finden, die sich dieser Menschen annehmen, die sie nicht einfach nur wegsperren, weil das große Problem, was wir heute haben, ist, die Menschen, die wir einsperren, die integrieren wir nicht wieder in die Gesellschaft, sondern im Gegenteil, wir grenzen sie durch das Wegsperren noch mehr aus, sie verlieren noch mehr den Kontakt zu ihrem Umfeld und je weniger Kontakt letztlich Menschen mit ihrem Umfeld haben, in dem Sinne, desto asozialer logischerweise können sie werden, weil sie ja eben soziale Verhaltensnormen gar nicht leben können, gar nicht in Kontakt kommen und je mehr letztlich die Menschen sich vereinzeln, desto größer ist das Risiko, dass sie eben in der Gesellschaft nicht mehr zurechtkommen und dann
aufgrund irgendwelcher Mängelerscheinungen letztlich übergriffig werden. Ob personell oder im Endeffekt, dass sie irgendwelche Sachen dann letztlich doch stehlen und anderen wegnehmen, weil sie irgendwie anders glauben, keinen Zugang mehr zu bekommen. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr große Basis für anarchistische Elemente, diese soziale Komponente. Da hilft, denke ich, auch schon, dass natürlich Entscheidungen im Konsens getroffen werden. Das heißt, Menschen verschwinden nicht einfach hinter irgendwelchen Haustüren und man sieht sie nie wieder, sondern man hat Kontakt. Und wenn man rauskommt, gibt es auch einen Grund, sich zu organisieren. Und trotzdem muss man keine Angst haben, dass man von dem anderen jetzt zu Dingen gezwungen wird. Weil ich glaube, das ist halt etwas, wo Fantasie sehr, sehr wichtig ist. Einfach sich vorzustellen, okay, was prägt mich heute und was wären denn die Einflüsse, die ich dann hätte? Also wie viel entspannter kann ich mit Menschen umgehen, wenn ich weiß, dass der kann jetzt nicht einfach die Polizei rufen und mich einsperren lassen, nur weil ich mich irgendwie so und so verhalte oder weil ich da jetzt mich auf die Wiese lege und der irgendwie sagt, das ist meine Wiese, da darf keiner drauf und so weiter und jetzt kann der mich mit der Polizei abhören lassen wegen Landfriedensbruch und so im Kram, obwohl mit der Wiese überhaupt nichts ist. Also die wird weder gerade benutzt, noch mache ich da irgendwas irgendwie kaputt oder keinen Schaden und so weiter. Wir haben alle unsere Masken dabei und das war ja eigentlich eine Hochleistung des autoritären Staates, was dort stattfindet, was die Corona-Vorgaben angeht. Und die Frage ist, hätte eine anarchistische Struktur das auch gemacht? Also klar, die Zwänge gingen nicht, aber hätte man Leute davon überzeugen können, Masken zu tragen? Hätte man sie dazu ermuntern können, bestimmte Aktivitäten zu entfalten, um andere zu schützen? Und da denke ich mir, gerade als ich auch die Diskussion mit Masken und Maskenpflicht und so weiter, und das besonders Kritische fand ich dann, wie schnell dann das Thema war. Also eine Woche war Thema, jetzt kommt die Maskenpflicht und eine Woche später hat man über Bußgelder gesprochen. Und der, hä? Also, wenn ich den Leuten überhaupt zutraue, vernünftig handeln zu können, dann muss ich ihnen auch Raum für Vernunft geben. Wenn ich sage, so sonst wegen sie zu Hause bei der Kindererziehung, wenn du das nicht machst, dann gibt es eine Strafe. Moment mal, also Bestrafung ist nicht das Prinzip, wie ich zu Vernunft gelange. Wenn ich im Endeffekt selber eine Einsicht haben soll, zu sagen, okay, also das Argument ist mir schlüssig und ja, ich möchte andere schützen und ich möchte meine Großeltern noch länger behalten und so weiter. Ja, ich glaube, dann wäre ich schon dafür, die Maske zu tragen, wenn das ja offensichtlich was bringt. Aber wenn du mich dazu zwingst, dann bin ich dagegen. Und das ist halt das Absurde. Und das ist halt, da merkt man immer wieder, wenn solche Mechanismen angesprochen werden in der Gesellschaft. Ja, vernünftig handeln ist das und das. Aber wenn du nicht vernünftig handelst, dann bestrafe ich dich sofort. Also da ist irgendwas, da passt halt etwas definitiv nicht zusammen. Vernunft kann nicht mit Zwang erzeugt werden. Und wenn ich Menschen haben möchte, die vernünftig handeln, dann muss ich ihnen auch die Möglichkeit geben, unvernünftig zu handeln. Weil alles andere ist Quatsch. Also ich denke, dass wenn jetzt so Selbstverwaltung gäbe auf der Erde, so in den Städten oder diese Räterepublik, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was das genau war, Räterepublik, dass das dann schon die Menschen verantwortlicher wären für die andere und für ihre Mitwelt und verantwortlicher handeln würden, ne? Und dann eben nicht zum Beispiel dann auch selber eine Maske nehmen würde oder sich kümmern würden um die anderen und mehr Verantwortung hätten, denke ich, und dadurch automatisch auch sich mehr kümmern würden und dann gäbe es das mit diesem Virus gar nicht, ne? Sozusagen zusammengefasst. Da bräuchte man dieses Massenpflicht vielleicht gar nicht. Wär's dann so? Ja, also ich habe tatsächlich so ein bisschen, das ist die Erfahrung, die habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, weil ich habe das Gefühl, es gibt Menschen, die glauben nicht daran, dass es diesen Virus gibt. Diese Menschen tragen dann auch keine Maske. Und dann, also ich bin gegen diesen Zwang, aber ich weiß, oder ich habe mitbekommen, dass sehr, sehr viele Menschen keine Maske tragen würden, müssten sie es nicht. Und da sehe ich so ein bisschen, also ich glaube in einer anarchistisch organisierten Gesellschaft, wo es vielmehr auf Solidarität basiert und es ein klares Ding ist, okay, ich trage die Maske jetzt, um andere Leute zu schützen, können sowas schon gut funktionieren, aber wie geht man in so einer Gesellschaft mit Menschen um, die wissenschaftliche Fakten nicht als voll nehmen? Sage ich gleich was dazu. Ja, ich glaube, auch jetzt darauf noch gesehen, Bildung ist einfach ein Riesenthema und mehr Aufklärung und Transparenz und dass man halt einfach da viel mehr mitkriegt und dann ist jede einzelne Person selber auch viel mehr verbundener mit allen anderen. Ich meine, jetzt fällt es uns, glaube ich, gerade in unserer Gesellschaft ziemlich einfach, uns da überhaupt nicht verbunden zu fühlen und überhaupt nicht für irgendwas verantwortlich zu sein. Wieso soll ich denn wählen gehen? Es läuft doch alles so. Also wenn man dann verbunden ist mit anderen Menschen und sieht, hey, ich kann auch was machen und ich kann was verändern und meine Meinung ist wichtig und ich bin als einzelner Mensch wichtig, dann ist da irgendwie auch, glaube ich, noch viel mehr möglich. Und was ich vorher noch dachte mit dem Gefangensein und mit Gefängnissen, was man damit machen kann, ich habe da auch irgendwie immer noch an Psychiatrie oder so gedacht, dass es eigentlich auch voll krass ist, was man irgendwie da
viele Menschen wegsperrt, irgendwie, weil sie halt einfach nicht reinpassen. Und dass ich weiß nicht, vielleicht auch glaube, dass in einer anarchistischen Gesellschaft das dann auch eher so wäre, dass jeder einfach so sein darf, wie er ist. Und dass es angenommen wird, dass es Aufklärung gibt, dass die Leute wissen, wie sie damit umgehen können und dass eben mehr aufeinander geachtet wird. Hm. Ja, das stimmt. Ich hab auch so gemeint, dass man auf die Tiere auch mehr achten würde und dann gäbe es dieses Virus ja gar nicht. Ne? Wenn man keinen Tierhandel machen würde oder weniger Fleisch, ne? Dann gäbe es das ja gar nicht. Ne? Also generell, dass man verantwortungsvoller umgeht mit den anderen. Aber es hätte ja ein anderer Virus sein können. Also ich meine, es hätte ja auch ein Influenza-Virus sein können, ja, der einfach mutiert ist. Mhm. Was nichts mit Tieren, also was auch was mit Tieren zu tun hat, aber was, man lebt ja trotzdem irgendwie mit Tieren zusammen. Und ich meine, ja, ja. Ich glaube, die Tatsache, dass es eine globale Pandemie ist, ist erstmal egal, was für ein Virus es ist. Es wird in der Geschichte der Menschheit noch sehr, sehr viele globale Pandemien geben. Es gab schon sehr viele und es wird auch weiterhin wieder welche geben. Also ja, ich glaube, ja, wir sollten uns nicht davon ausgehen, dass es dann einfach keine Pandemie mehr gibt. Ich wollte noch mal was fragen zu diesen Räten. Wie groß ist so ein Rat und welche Macht hat der? Hm. Und was unterscheidet so ein Rat in der Räterepublik von zum Beispiel dem Stadtrat oder sowas? Also nochmal zu der Konstruktion, was Räte letztlich in der Anarchie waren. Räte waren vor allen Dingen Delegierte, also das heißt, du hattest eine Gruppe von Menschen, die irgendetwas organisiert haben. Das ist egal, ob das ein Betrieb oder in München oder sonst irgendwas war. Da gibt es erstmal die Menschen, die eben dort organisiert sind und da eventuell so eine Stadt wie München, die hatte damals, glaube ich, 600.000 Einwohner in der Größenordnung. Und da diese natürlich nicht alle in einem großen Konsens sozusagen gemeinsam sprechen, gab es dann den Mechanismus, dass eben dort Delegierte gewählt werden. Diese Delegierten waren sozusagen Räte, aber diese Delegierten haben normal keine Entscheidungsbefugnisse. Das heißt, sie gehen mit, tragen Punkte mit, diskutieren dann in einem kleineren Gremium sozusagen die Punkte, die wichtig sind, die relevant sind, was einzelnen Personen dann eben Anliegen sind. Und dann wird darüber überlegt, okay, wie könnte man das lösen, also Vorschläge gemacht. Und diese Vorschläge gehen dann wieder komplett zurück an die Basis letztlich und alle Entscheidungen müssen von der Basis als Ganzes getragen werden. Das heißt, die Räte waren tatsächlich eine reine Organisationsform, aber keine Machtdelegation. Die Größe ist unterschiedlich, also keine Ahnung, wie groß so Rätestrukturen dann selber waren, weil organisiert werden konnten damit sozusagen hunderttausende Menschen, theoretisch. Wie viel die Einzelnen praktisch erreicht haben, kann ich nicht aussagen. Barcelona, wie gesagt, da sind zumindest viele Menschen organisiert werden. Wie viele sich engagiert haben, ist ja auch jedem selbst überlassen, weil es ist ja auch keiner gezwungen, sich darin zu beteiligen. Und die Gruppen werden dann geschaut haben, ob sie dann 50, 100 oder wie auch immer, oder ob sie dann wieder weitere Stufen von Delegationen machen. Zum Beispiel, wenn so ganze Länder organisiert waren. Bei Barcelona, da haben sich dann ganze Gruppen von den Betrieben, gab es dann Räte in den Betrieben und diese haben dann meinetwegen zum gesamtspanischen Kongress oder so weiter irgendwelche einzelnen Personen geschickt. Aber wichtig ist, dass mit dem Räten ist nie eine Entscheidungsmachtbefugnis verbunden, sondern nur die Beratschlagung, Rat zu sammeln, was dann in der Basis wieder abgesegnet werden muss und getragen werden muss. Ich habe verstanden, dass das dann zurück an die Basis ging, aber nicht jeder in der Basis musste mitentscheiden. Oder gibt es eine Verpflichtung auch in der Anarchie, wenn ich quasi in einer anarchischen Struktur lebe und da gibt es Entscheidungen? Muss ich mich beteiligen oder kann ich mich beteiligen? Es ist immer freiwillig. Also es kann nur freiwillig sein, weil niemand kann sich dazu gezwungen werden, sich einbringen zu müssen. Weil ich finde es total krass, wenn ich mir überlege, ich müsste zu jedem oder ich hätte die moralische Verpflichtung oder was auch immer, zu jedem Ding, was jetzt abgestimmt werden muss, müsste ich mir ein Bild machen und dann meine Stimme abgeben. Ich hatte da diese Parkhaus-Bäume-Pflanz-Mozart-Dings völlig überfordert, weil ich wollte das gewissenhaft tun. Also habe ich mich informiert und habe gemerkt, boah, eigentlich passt das gerade gar nicht in meinen Alltag, aber ich fühle mich verpflichtet, damit abzustimmen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ganz viele Prozesse so laufen, dass sie quasi erst beraten werden irgendwo, dann zurück an die Basis kommen, habe ich ja irgendwie trotz allem eine moralische Verpflichtung, spüre ich in mir, zu sagen, naja, dann möchte ich aber auch gerne. Genau, aber das wäre auf jeden Fall deutlich entkrampfter. Also es gäbe keine Verpflichtung, das zu machen, sondern genau das ist, wer möchte, ist natürlich eingeladen, dann in solchen Strukturen mit aktiv zu werden, aber es kann kein Zwang ausgeübt werden, das wäre absurd. Nochmal zu dem Punkt Aufklärung. Das ganze Thema mit den Leugnern von Viren und Corona und so weiter, das Spannende ist ja, dass so die ganzen Verschwörungstheorien eigentlich sehr stark auf Staat und solche ähnlichen Strukturen angewiesen sind.
erstmal die Frage ist, welche Verschwörungstheorien könnte man sich eigentlich in einer anarchistischen Gesellschaft ausdenken, die noch irgendeinen Sinn ergeben? Das Thema mit dem Coronavirus und so weiter, da ist ja so dieses ganze Thema, irgendwo steht dann die Pharma-Lobby oder Pharmaindustrie letztlich am Pranger und dass das ja deswegen alles nur Geschichten sind. Aber wenn es sozusagen diesen Kommerz und den ganzen Tuva-Buhu und das ganze kapitalistische Gehabe um dieses Bereich also gar nicht mehr existiert, dann wäre die Frage, okay, worauf sollte sich sozusagen diese Theorie bauen, weiterhin die Existenz von Viren zu leugnen, um irgendwie der Pharma-Lobby entgegenzutreten. Also es ist dann total absurd, weil es diese Lobby gar nichts mehr vertreten kann. Aber das ist halt erst dann, wenn natürlich eine globale, große, anarchistische Gesellschaft entstünde und hier auf dem Globus aktiv wäre. Bis dahin müssen wir natürlich damit kämpfen, dass es letztlich Strukturen und Menschen gibt, die sich, ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass sie wissenschaftsfeindlich sind, aber sie benutzen halt diese Mechanismen, weil ihnen diese Wissenschaft vorgehalten wird, um sie zu bestimmten Dingen zu bringen und zu zwingen, um ihnen etwas aufzudrücken. So von wegen eben von dieser Vernunftargumentation, wenn du nicht vernünftig bist, zwinge ich dich. Und solange dieser Zwang daneben steht, das ist auch immer das Problem, fühle ich zumindest selber, wenn ich in Auseinandersetzungen bin. Wenn ich merke, okay, der andere zeigt mir jetzt zwar, dass ich irgendetwas falsche Informationen, falsches Wissen und so weiter, aber von der Position, die ich dann eingenommen habe, zurückzurudern und zu sagen, okay, ich eröffne mich der Erkenntnis der neuen Informationen, die ich bekommen habe, ist persönlich immer ein bisschen schwierig, wenn man sozusagen vom Gegenüber das Gefühl hat, der drängt mich jetzt dazu, meine Meinung ändern zu müssen. Solange es klar ist, dass er sagt, okay, das ist deine Meinung, ich habe zwar die und die Informationen und mir das so erzählt, dass ich nie das Gefühl habe, er will mich jetzt dazu drängen, eine andere Meinung einzunehmen, sondern mir einfach nur erzählt, okay, ich habe eine andere Sichtweise dazu, aus den und den Gründen und so weiter. Wieso hast denn du deine Sichtweise? Erklär doch mal. Und der erstens mir zuhören möchte und zweitens nie verlangt eben wirklich, ich bin falsch. Also mich nie bewertet, nie abstraft dafür, wo ich gerade stehe. Dann ist es viel leichter, die Position zu verändern. Und ich glaube, das ist unser heutiges Problem, dass wir in diesen ganzen Diskussionen so viel richtig und falsch, diese moralische Agitation gegen die Personen, die in unserer Vorstellung ein komplett schräges Weltbild haben, das wir halt aktuell nicht teilen, aus welchen Gründen auch immer. Dafür mögen wir vielleicht andere Bereiche haben, in denen wir genauso verquer sind gegenüber anderen Sachen. Und ich glaube, das ist eine große Lernaufgabe, Moral, richtig und falsch Urteile nicht mehr auf Menschen zu übertragen. Oder sie vielleicht auch hoffentlich für uns selber abzubauen. Zu sagen, okay, ich handle so aus Gründen, aber das Handeln ist nicht richtig und falsch, sondern es gibt Gründe dafür, dass ich so handle. Und dieses nachvollziehbar zu machen, kann, glaube ich, sehr auflösend helfen, solche Fronten dann auch irgendwann zu öffnen. Ja? Also ich verstehe den Ansatz dahinter, aber für mich ist es halt nur mal moralisch falsch, wenn jemand sich... Ich verstehe den Ansatz dahinter. Ich finde halt einfach, ich habe so eine gewisse Pandemiebekämpfung. Wir haben einen tödlichen Virus, der ganz viele Menschen tötet. Ab einem gewissen Punkt würde ich sagen, ist unverantwortliches Handeln falsch. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich es irgendwie verstehen. Aber wenn es bewusstes, aktives, unverantwortliches Handeln ist, dann würde ich das als falsch betiteln. Und wüsste auch nicht, wie ich mit einer Person argumentieren soll. Weil klar, es ist ihre freie Entscheidung, aber sie gefährdet damit so viele andere Menschen. Ich sag gleich was. Ich wollte nochmal auf dich zurückkommen, und zwar mit dem, eigentlich wie das zeitlich dann ist überhaupt, dass man sich vielleicht gar nicht so fühlt, dass man Entscheidungen treffen kann. Ich denke, in einer anarchistischen Gesellschaft, das hatten wir auch mit der 6-Stunden-Woche, wäre die Arbeitszeit, die man in, ich sag mal, produktive Arbeit, wie wir sie jetzt unter Lohnarbeit verstehen, wäre auch gar nicht so jetzt irgendwie die 40-Stunden-Woche plus, sondern das wären irgendwie viel weniger Stunden, beziehungsweise man würde es gar nicht mehr so verstehen als: Ich gehe jetzt arbeiten und dann gehe ich nach Hause und habe Freizeit. Ein Mensch wäre viel mehr in einer sozialen Gemeinschaft oder in verschiedenen sozialen Gemeinschaften aktiv und würde bestimmt auf eine gewisse Art und Weise auch dann produktiv arbeiten, keine Ahnung, einfach in verschiedenen Bereichen tätig sein. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Lust hätte, mich ganz viel mit, wie gestalten wir unsere öffentlichen Plätze, wo alle Menschen viel Zugang haben, dann könnte ich mich da irgendwie viel beteiligen. Und andere Leute, die auch diese Plätze nutzen, aber jetzt nicht so ein Interesse daran haben, zu sagen, sind da jetzt Bäume oder nicht, die müssten dann ja auch nicht da mitmachen und könnten dann aber, wenn ganz oft irgendwie Sachen passieren, die einem dann nicht gefallen, halt auch dazukommen und sagen, hey, ich habe auch eine Meinung und die wird hier scheinbar bisher noch nicht beachtet und würde dann halt nicht erstmal gegen schon lange bestehende Strukturen ankämpfen müssen, sondern durch dieses Konsensprinzip wäre dann diese Meinung genauso wichtig wie die Person, die da jetzt schon 20 Jahre sitzt und vielleicht heutzutage eher einfach dann über neue Menschen so hinweg entscheiden kann. War noch eine aktuelle Forderung von Anarchisten, 6-Stunden-Woche? Gibt es immer noch? Oder jetzt, heute gesagt? Sicher. So war das vor 100 Jahren.
Also das war halt damals, aber das ist jetzt nicht, es gibt keine aktuelle anarchistische Agenda, die irgendetwas fordert. Ich wollte auch mal ein Virus, weil wenn tatsächlich so ein schlimmes Virus unterwegs wäre, hätte, glaube ich, jeder so viel Angst, dass er da irgendwie auch verantwortlich oder keine Ahnung, dann würde sich jeder zurückziehen. Das ist, glaube ich, sehr weit vom Problem. Also ich hätte so die Vorstellung, so mit den Gefängnissen und Krankenhäusern, Psychiatrien waren es, wenn man so Meditationsräume oder so Ruheräume schafft, irgendwie, wenn jetzt jemand irgendwie, oder ja okay, man kann jemanden wegsperren dann, aber ich frage mich halt auch, was so Spiritualität, Religion dann für eine Rolle ausspielt. Also wäre meine Ansicht. Ja, nochmal zu dem Thema Arbeit. Also ich glaube, so mit den Tätigkeiten vielleicht. Ja, wir müssen uns alle irgendwie, also wir müssen uns unsere Grundbedürfnisse befriedigt werden, also dass wir essen und einen Platz haben, wo wir schlafen können und ein Dach über dem Kopf haben. Aber also für was arbeiten wir denn momentan? Also damit unsere Grundbedürfnisse befriedigt werden. Und ich glaube, wir müssen uns auch einfach überlegen, wie, also was ist das mit der Arbeit? Und wenn wir nämlich eine Tätigkeit gerne machen, dann fällt es uns viel einfacher und dann wollen wir nicht unbedingt Geld dafür, aber wir müssen ja gucken, dass wir Geld haben, damit wir uns ernähren können und unsere Grundbedürfnisse befriedigen können. Und wenn eben diese Tätigkeit da ist, dass wir Spaß dran haben, dann trennt sich das gar nicht mehr so mit Arbeit und Freizeit. Und dann, also ich glaube, es würde für jeden eine Tätigkeit finden, die dann irgendwie wichtig ist. Und im Endeffekt könnten wir alle das machen, was wir gerne machen, weil es für alles irgendwas gäbe, was irgendwer sagt, hey, das mache ich gern. Und dann könnte man Arbeit irgendwie ganz anders sehen. Um auf das Virus nochmal zurückzukommen. Also, erstmal kommen nahezu alle Viren dadurch, dass die Tiere missbraucht werden, auch die Wildtiere, die dann auf den Menschen sich mutiert haben und so. Und zweitens, diese vielen Toten kommen vor allen Dingen durch die falsche Behandlung. Das Tödlichste für einen Corona-Kranken ist sogar das Beatmungsgerät. Da stirbt er garantiert dran. Infusionen mit hochdosiertem Vitamin C helfen sehr gut, werden aber grundsätzlich in den normalen Krankenhäusern überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Naja, das ist halt so eine Sache, ne? Wie man den Menschen behandelt. Um das Virusthema nochmal aufzugreifen und die Informationen dazu. Die Informationslage ist halt genau der Knackpunkt. Also die Anarchisten hatten immer ganz klar vor Augen, dass sie Menschen informieren müssen, dass sie ihnen Wissen und Informationen vermitteln müssen und letztlich, was damit auch verbunden ist, ist das kritische Denken. Das heißt, Informationen selber bereit zu sein zu bewerten. Nicht zu übernehmen, sondern einfach selber bewerten. Um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, weil ich denke, das viel wichtiger an der Stelle ist, wie gehe ich mit Menschen um, die sich jetzt nicht so verhalten, wie ich es für richtig halte. Und das ist letztlich der Knackpunkt. Was ist für mich sinnvoller im Verhalten? Ist es, ihr Verhalten zu verurteilen und ihnen dieses Vorurteil letztlich zu sagen, du verhältst dich scheiße, ich finde das nicht in Ordnung und dich müsste man einsperren. Oder ob ich hergehe, das Urteil vielleicht ein bisschen runterfahre und sage, okay, ich verstehe, du hast deine Gründe, dich so und so zu verhalten. An der Stelle, wo du jetzt hier zum Beispiel ins Altersheim möchtest, wo meine Oma auch wohnt, und da sage ich dir den Zutritt. Das ist letztlich dann dieses Thema beschützende Gewalt an der Stelle anzuwenden und zu sagen, nein, wenn du jetzt nicht mal getestet bist, ich nicht sicher sein kann, das ist, und du magst deine Gründe haben, warum du das so und so siehst, aber mir ist das Risiko zu groß und ich bin bereit, eben schützende Gewalt einzusetzen, um dich daran zu hindern, jetzt in diesem Wohnheim da rumzulaufen und Menschen eventuell anzustecken. Und da ist dann eben die Frage, die Überlegung ist immer, welche Konsequenzen entstehe ich daraus, dass ich jemanden moralisch verurteile, welche Folgen hat das, oder wie überlege ich mir, okay, die Person handelt zwar so und so, damit bin ich nicht einverstanden, aber letztlich kann es mir zu 99% egal sein und an dem 1%, wo es kritisch wird für irgendwelche anderen Personen, ergreife ich Maßnahmen, um diese Personen zu schützen, aber deswegen muss ich trotzdem eigentlich nicht dieses Vorurteil sozusagen, diese Menschen ständig mit seinem Handeln konfrontieren, sondern ihm nur, also das Konfrontieren schon, also ein bisschen müsste man das schon machen, dann zu sagen, spätestens dann, wenn man ihm die Tür vor der Nase zuhält, konfrontiert man ja auf jeden Fall damit, aber letztlich ihm die Wahl zu lassen, seine Meinung zu ändern und sein Verhalten zu ändern. Ich denke, das ist das, was für uns eigentlich heute das Schwierigste ist überhaupt, weil wir sind umgeben von
richtig und falsch aussagen. Das ganze System funktioniert heute danach. Es ist richtig, das zu tun, es ist falsch, das zu tun. Und ich glaube, diesen Mechanismus der Bewertung im Kopf runterzufahren und abzulegen und dann lieber in Ursache, Wirkung und überlegen, okay, welche Konsequenzen hat es und wie gehe ich im Endeffekt damit um? Welche Handlungen löst es in mir aus, um mich zu schützen oder um anders zu handeln oder die Menschen irgendwie ein gutes Vorbild zu sein, ohne diesen Schalter zu machen. Aber ich denke, es gäbe genug Möglichkeiten, ohne die eben Gefängnisse zu haben zu müssen, einen Rahmen zu setzen, um mit geschützender Gewalt einfach dann die kritischen Sachen, wo es wirklich kritisch ist. Solange jemand auf der Straße rumläuft und halt Zeug erzählt, dann stellt man sich halt daneben und erzählt halt was anderes, wenn man eben der Meinung ist, das, was der da erzählt, ist nicht sinnvoll und ich möchte lieber eine andere Meinung vertreten. Also das Spannende ist immer, wer ist zuerst sauer, dass jemand eine andere Meinung hat? Also wer sagt, jetzt höre ich auf mit den Worten, jetzt fange ich mit den Fäusten an? Und das ist natürlich eine Frage, wie man dann da handhabt. Ja. Weil es ist ja so hochbrisant und aktuell und wie schon zwei sehr unterschiedliche Standpunkte hier. Ich manchmal keine Wertfreiheit mehr spüre, sondern ich das Gefühl habe, dass eine ganz klare Wertung von unterschiedlichen Menschen aus dem Raum da. Ich versuche mich zu befreien davon und zu sagen, naja, wenn ich jetzt aber Anarchie ernst nehme, dann gibt es ein Konsensverfahren und dann rede ich mit den Menschen, die andere Ansicht haben und vielleicht gibt es ja noch fünf andere Ansichten, die ich noch gar nicht kenne, also nicht nur das Virus ist nicht gefährlich und das Virus ist gefährlich, sondern es gibt ja noch viele andere vielleicht dazwischen oder die wo ganz anders stehen, dann finden wir im Konsensverfahren ja Möglichkeiten, vielleicht auch eine Weile nebeneinander zu leben, ohne uns stark zu begegnen und können uns respektieren in den Unterschiedlichkeiten. Und ich kann in dem Altenheim vielleicht zwei Stationen schaffen konkret. Die eine, die offen ist, wo die Menschen leben, die im Altenheim sagen, mir ist es egal. Und die sagen, ich gehe die besuchen, denen es egal ist. Und die anderen, die geschützt werden wollen. Also ich denke, es ist eine Riesenchance, Anarchie da. In genau dem Punkt, wo sich jetzt Menschen gerade sowas von dermaßen angiften in unserer Gesellschaft. Zum einen würde ich gerne einen Vorschlag machen, weil ich glaube, dieses Thema polarisiert auch total. Ob wir vielleicht es schaffen können, das Thema nicht so sehr in den Mittelpunkt zu rücken, weil ich glaube, das sehr schnell zu emotionalen Äußerungen führt. Und ich hatte auch eine Frage, um ein anderes Thema anzusprechen. Und zwar, ob du aktuelle, vielleicht sogar noch existierende Bewegungen oder Projekte so im deutschsprachigen Raum kennst, wo du sagen würdest, da sind anarchistische Forderungen oder Organisationsformen, die gerade auch funktionieren oder zu einem Erfolg geführt haben, wo quasi nicht nur Verteidigungskämpfe immer geführt wurden, sondern auch mal wirklich anarchistischer Raum geschaffen wurde oder existiert. Ja, ich wollte auch nochmal auf das Aktuelle irgendwie eingehen oder auch die Räte von Bildung und so, das liegt ja auch schon weit zurück. Wie würde das heutzutage ausschauen in einer anarchistischen Gesellschaft? Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt und vor allem, was kann auch dagegen getan werden, um die Schere zwischen Arm und Reich wieder zu schließen quasi, was in einer anarchistischen Gesellschaft da für Möglichkeiten gibt. Im Sessel noch? Ja, ich habe, wenn wir nicht über das Thema, also keine Ahnung. Das soll kein Verbot sein, gell? Nee, ich weiß, aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht zielführend. Also ich habe darüber nachgedacht, ich glaube nicht, dass es jetzt zielführend ist, wenn ich jetzt sage, ich finde es nicht gut, neutrale Informationen in einem Konsens auszusetzen. Deswegen würde ich es nicht überlassen. Die Informationen werden auch nicht dem Kontext ausgesetzt, sondern im Endeffekt die Entscheidung ist ja immer, was ist das Handeln daraus? Und das ist letztlich eben das, was du vorhin angesprochen hast. Gerade diese Spannung, gerade die Situation, wenn man sich ein bisschen von diesen moralischen Aussagen lösen kann, dann kann man vielleicht den Raum für kreative Lösungen öffnen. Und dann kann man allen entgegenkommen, dass letztlich nicht ihre Meinung geändert werden, sondern dass das Verhalten so adäquat ist, dass es für alle in Ordnung geht. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz schwierige Prozess, der auszuhalten ist. Ich gehe erstmal auf ein paar Beispiele ein noch. Also erstmal, es gibt nicht die Organisationsformen, wie anarchistische Metastrukturen heute aussehen würden, weil genau das ist ja der Anarchismus, er lebt. Wenn es jetzt Definitionen gäbe, wie diese Strukturen auszusehen habe, wäre es schon nicht mehr anarchistisch, weil es ist dann nicht mehr selbstgeschaltet von den Menschen, die gerade in der Struktur sind. Man kann sich dieses Rätesystem zunutze machen und sagen, okay, wir würden Sachen ähnlich organisieren, es muss aber nicht so aussehen. Wenn wir heute sagen, wir machen mehr mit Smartphones oder man findet diese Sozialisierungs-App in China toll,
und die Leute sich darauf einlassen wollen, freiwillig natürlich, nicht so zwanghaft wie in China. Und dann kann man auch überlegen, ob man sowas einführen möchte. Aber es ist Aushandlungssache der Beteiligten, zu sagen, wie sie sich organisieren wollen. Deswegen kann es nicht von außen gesetzt werden. Ein Beispiel, was ich aus eigener Erfahrung kenne, heute gibt es Strukturen, die sich nach anarchistischen Idealen ausrichten, ohne selber von der Anarchie zu wissen, so nach dem Motto. Also so würde ich das mal bezeichnen. Also ein Beispiel für mich ist Premium Cola. Da habe ich selber ein bisschen mitgewirkt, reingeschnuppert, analysiert, wie gut funktioniert denn dieses. Also das Grundprinzip bei Premium Cola, die sitzen eigentlich in Hamburg oben und produzieren halt eine sehr koffeinhaltige Cola. Die Entscheidungen dort werden prinzipiell im Konsens getroffen. Das hört sich allerdings ein bisschen schwieriger an, als es tatsächlich ist, weil die praktischen Tagesentscheidungen laufen einfach bei den Personen, wo sie auf dem Schreibtisch liegen und sind einfach nur, dass das sozusagen das Kollektiv dann an der Stelle eben über einen Konsens zum Beispiel entscheidet, wenn Überschüsse am Jahresende, wenn man nochmal überlegt, okay, macht man eine Lohnerhöhung, macht man noch ein bisschen Rücklage, kauft man zusätzliche Flaschen oder so weiter, Leergut und so weiter. Die Entscheidungen grundsätzlich werden dort sozusagen in der großen Laberrunde und auch in persönlichen Treffen einmal im Jahr gibt es dort ein Orga-Treffen. Und das ist schon sehr anarchistisch. Also es funktioniert, ein wirtschaftliches Unternehmen, das in der heutigen Struktur existiert, aber eigentlich so nach anarchistischen Ideen konzipiert und funktioniert, ohne es selber davon geprägt zu sein. Und genauso gibt es eben, soweit ich weiß, das Miethäuser-Syndikat in Hamburg und so weiter. Da gibt es auch größere Strukturen. Also es gibt vereinzelt einzelne Blöcke, die das machen. Und soweit ich weiß, ein Vortrag wird von der FAU, also V aus Nürnberg, wird da jemand kommen und hier einen Vortrag halten. Also es gibt auch noch anarchistisch geprägte Gewerkschaften, also Freie Arbeiterunion oder Arbeiterinnenunion ist es sozusagen die FAU, V. Also auch sowas, also diese Strukturen existieren noch, aber sie führen eher ein Schattendasein. Also man muss schon danach suchen, um sich da zu engagieren. Der Anarchismus und die Anarchismen zur Ökologie, wir leben jetzt momentan in der Zeit, wo wir schon in einem ökologischen Desaster sind. Die Zerstörung der Natur ist so weit fortgeschritten, dass man schon sagen kann, die Zeit der Menschheit ist bald endlich. Und wenn man von den Ursachen ausgeht, ist es ja hauptsächlich die kapitalistische Wirtschaft. Wie stehen die Anarchisten dazu? Weil es ist jetzt momentan notwendig, wirklich einen Riegel vorzuschieben vor dieser Zerstörung, sonst ist es ja mit uns auch bald zu Ende. Genau. Also ich verstehe immer den Wunsch, dass sagen eine Meinung gäbe, aber genau das findet man bei Anarchisten eben überhaupt nicht. Man hatte damals schon den Punkt, dass es natürlich auch Leute gab, die waren damals wahrscheinlich schon radikale Veganer oder so weiter, auch wenn man den Begriff damals noch gar nicht kannte, die halt sozusagen auf jegliche Tierhaltung und so weiter zum Beispiel verzichten und eine ganz andere Landwirtschaft sich auch vorgestellt hätten, wobei die damals ja noch gar nicht so vor 100 Jahren noch nicht in dem Umfang industrialisiert war. Aber letztlich, man hat nicht die Position. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Anarchist aufgrund seiner logischen freiheitlichen Denkweise eben diese freiheitliche Denkweise auch auf Tiere überträgt und ihnen genauso ein Recht und eine gewisse Selbstbestimmung, ob er jetzt Eier haben will oder nicht, wird er da ein bisschen anders sozusagen abgrenzen, aber letztlich wird er entscheiden, Tieren ist auch irgendwo ein Selbstbestimmungsrecht und ein Lebensrecht und so weiter zuzubilligen und oder gegeben oder wie auch immer er das dann nennt, weil Recht ist ja wieder ein Begriff, der ist wieder diskutabel, aber einfach diese Anerkennung, jedes Leben ist für sich lebenswert und existent und hat das Recht, sich selbst zu bestimmen. Und deswegen, also ich kann dir keine Position nennen. Ich kann dir nur sagen, es gibt garantiert radikale ökologische Bewegungsdinger in der Anarchie, aber die Ökologiebewegung selber ist nicht anarchistisch. Also es gibt Schnittmengen und es gibt Menschen, die in beiden sicherlich Interesse oder aktiv sind. Am Ende wird man die Tiere schützen müssen, da sie sich selber wahrscheinlich nicht ausreichend durchsetzen und ausdrücken können. Und dafür wird es halt dann einfach Menschen brauchen, die das auch in einer anarchistischen Gesellschaft gucken und dafür werben, letztlich mit Tieren entsprechend umzugehen. Weil sie können es ja auch wieder nicht erzwingen. Jedenfalls nicht global und Gesellschaft, sondern in ihrem Umkreis können sie sagen, okay, ich rette jetzt alle Hühner aus dem Hühnerstall und breche da jedes Mal ein, wenn die wieder versuchen, die in die Legebatterie zu sperren oder sowas. Aber ist halt alles nur begrenzt möglich, ohne Aufklärung letztlich zu betreiben und einen Sinneswandel vorzuzeigen. Also deswegen. Nicht nur die Tiere, es sind ja auch vor allem die Pflanzen. Für die trifft es letztlich genauso zu. Aber wie gesagt, also man kann keinem Anarchist muss dann, also deswegen, Anarchie ist das eine, das ist die Grundhaltung. Anarchismus ist sozusagen die Verstaatlichung der Anarchie, sozusagen ein Ismus draus zu machen, aber letztlich ist das konträr zur Anarchie, weil eigentlich muss es immer lebendig bleiben, es muss immer von den Menschen gefüllt werden. Und das, was die Menschen mitbringen, tun sie darin. Und wenn sie halt irgendeinen Schutz, wenn sie ihre Umwelt irgendwann egal ist und warum auch immer sie sich davon distanziert haben, dann wird es auch das geben. Wie lange diese Gruppen dann überleben, kann man dann hoffen, dass es nicht allzu lange ist. Mehr passiert da eigentlich nicht. Aber es ist sicherlich sehr viel mehr Bewegung als heute, weil du hast den äußeren Zwang, dieses kapitalistische System, im Endeffekt die Verwertungslogik von allem, was zu Geld zu machen ist. Das ist natürlich ein ganz großer Knackpunkt, der in einer anarchistischen Struktur so nicht reinpasst, weil äußere Zwänge sind automatisch natürlich gegen Freiheit gerichtet und das ist etwas, was auf jeden Fall innerhalb einer anarchistischen Struktur
eigentlich von Anarchisten nicht toleriert werden würde. Ich wollte nur sagen, das Kult ist ja auch ein kollektiv geführter Betrieb in Würzburg, aber genau. Ja. Als Nicht-Anarchistin tue ich mir mit der Definition gerade etwas schwer. Es kommt mir so vor, als könnte dann quasi alles irgendwie eingeredet werden ins Anarchie-Sein, dass gewisse Strukturen, so wie zum Beispiel die schützende Gewalt könnte zum Beispiel moderate Staatseingriffe als Eingriffe schützender Gewalt definiert werden. Und in einem ähnlichen Kontext frage ich mich auch, inwiefern wissenschaftliche Grundwahrheiten in anarchistischer Medienkultur bewahrt und verbreitet werden würden, zum Beispiel bei der Debatte zu dem Virus, weil es ja gewisse wissenschaftliche Wahrheiten gibt und meiner Auffassung nach dezentralisierten Grundstruktur des Anarchismus würde ja keine zentrale Medienmacht gehören. Und ich frage mich halt, wie das aufgebaut werden würde, um solche Sachen zu bewahren. Dann antworte ich erstmal darauf, weil es ist jetzt auch nicht mehr ganz so viel Zeit, aber wir können auch gerne den Abend dann noch weiter mit Gesprächen verbringen. Also was Anarchisten immer schon gemacht haben und auch damals in der Zeit, sie standen natürlich der Aufklärung und den wissenschaftlichen Idealen sehr nahe. Das heißt nicht, dass jedes Individuum das ist. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Also alles, was ich hier erzähle, ist meine persönliche Ansicht. Das ist nicht die Anarchie, das ist nicht der Anarchismus und ich vertrete auch niemanden außer mich selbst. Also die Anarchisten standen normalerweise der Wissenschaft sehr nahe. Das heißt nicht, dass jeder Anarchist das in Zukunft sein wird. Letztlich ist die Frage, was daraus folgt, weil aus meiner persönlichen Sicht ist es eine Seite die Wissenschaft und die Wissenschaft liefert eigentlich nur Erkenntnisse, sie liefert keine Wahrheiten. Und das ist im Endeffekt, in dem Moment, wo ich Wissenschaft sage und sie zur Wahrheit mache, fange ich den ideologischen Kampf an. Das ist zumindest meine Interpretation, weil Wahrheit ist der moralische Duktus sozusagen, eine Information, eine Erkenntnis zwangsweise durchzusetzen. Und deswegen habe ich mir angewöhnt zu sagen, ich spreche von einer Information, einer Erkenntnis, das aus bestimmten Zusammenhang, ich kann sie vielleicht erläutern, wie es ist oder wie ich es sehe und so weiter, aber es wird nie zur Wahrheit, weil die Deutungshoheit habe ich nicht. Und wenn man sich die Wissenschaft also die Wissenschaftler anschaut, sie agieren normalerweise auch nicht so. Auch die Wissenschaft hat Moden, auch sie hat Probleme, weil auch das sind immer noch Menschen, die natürlich ein bestimmtes Themenfeld bearbeiten und voranbringen wollen, weil sie irgendeinen Nutzen darin sehen, wenn die Menschen das so und so tun würden. Aber trotzdem, die wissenschaftliche Kern eines Wissenschaftlers heißt, ich kann nie sagen, ob etwas falsch ist. Ich kann nur sagen, dass alle Informationen, die ich bisher gesammelt habe, einer bestimmten Theorie, einer bestimmten Information nicht widersprechen. Das ist im Endeffekt, die Wissenschaft kann nur falsifizieren. Sie kann nur endgültig feststellen, dass irgendetwas nicht passt. Wieso und warum und was die Wahrheit ist und der innere Kern und so weiter, das wird sie am Ende nie beantworten können. Und das ist auch die gute Position der Wissenschaft. Deswegen kann die Wissenschaft auch immer eigentlich in einem Dialog und in einem Diskurs bleiben. Und gerade Sozialwissenschaften haben ein sehr, sehr großes Problem, zwischen Information und moralischen Ansprüchen zu trennen. Also wenn man sich irgendwelche Soziologie zu Verhaltensweisen, wie geht man mit Menschen um, was ist das mögliche Umfeld, in dem Menschen gut gedeihen oder nicht, da muss man immer gucken, okay, was wird da gerade vorgeschlagen und wie wird das eben dann aufgezwungen oder eben nicht aufgezwungen. Ich glaube, das ist unglaublich schwer auszuhalten. Also in einem Streit keinen zu haben, der entscheidet, wer Recht hat. Wie scheiße ist das denn? Wenn ich am Ende nicht weiß, wer gewonnen hat, wieso soll ich dann noch mit irgendjemandem diskutieren? Das ist doch langweilig. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Es geht darum, zueinander zu finden und nicht zu gewinnen. Aber das ist für uns noch eine sehr, sehr große Lernaufgabe. Weil wenn wir uns eine Talkshow anschauen, in der Talkshow geht es darum, sich die Argumente um die Köpfe zu schlagen, bis einer gewonnen hat und der andere möglichst blutend am Boden liegt, verbal mindestens. Und das ist halt, wir kriegen einfach die falschen Beispiele, wie freiheitlich und selbstbestimmt aussieht, weil wir eigentlich immer damit beschäftigt sind, unser Ich auf andere zu übertragen und ihnen das aufzuzwingen. Und dass das in Ordnung ist, dass das ein normales Verhalten ist, anderen meinen Willen aufzuzwingen, das ist eigentlich die Krux, die wir sozusagen in unserem ganzen Leben immer wieder beigebracht bekommen. Das geht an den Strukturen des Staates halt los. Es fängt im Kindergarten an, wo gesagt wird, wann du schlafen musst, wann du essen musst. Das geht dann weiter in der Schule, welche Informationen du wann wie bereitstellen musst und so weiter. Und diese Strukturen, die kriegen wir halt so ständig vor die Nase. Das geht in der Arbeit weiter, im Studium und so weiter. Und das ist das, wo wir uns, glaube ich, gedanklich am weitesten schaffen müssen zu lösen, bevor wir überhaupt diese freiheitlichen Strukturen wahrscheinlich bereiter sind umzusetzen, zu merken, Freiheit funktioniert und Freiheit braucht nichts als sich selbst, um zu funktionieren. Aus dem, was Sie über die Weltgeschichte ein bisschen erzählt haben, da muss man entnehmen, egal welche Strukturen sich da aufbauen, sie werden von der existierenden Regierung in kürzester Zeit zerschlagen. Jetzt, damals und auch in Zukunft.
glaube, das Einzige, was wirklich, und das haben Sie auch gesagt, was wirklich funktioniert, ist im Kleinen. Im kleinen Rahmen, in der Firma, in einer kleinen Gemeinschaft, andere Strukturen aufzubauen. Kinder auch anders zu erziehen, freiheitlicher zu erziehen. Denen jetzt nicht einfach etwas aufzudrücken, sondern ihnen wirklich auch mehr Freiheit zu lassen und auch Kinder dazu erziehen, Rücksicht zu nehmen auf den anderen. Und dass Kinder auch lernen, darauf zu achten, was tun sie jetzt dem anderen an? Möchte ich das an, dass mir das selber anhaben wird? Ich glaube, dass man Kinder in der Richtung, wenn alle zusammenhalten, die Lehrer und die Erzieher und all, dass das durchaus möglich ist, Kinder in eine andere Richtung zu erziehen. Diese Kinder, die werden dann anders denken, der Erwachsene. Und die werden eher in der Lage sein, ein neue Strukturen innerhalb dieser bestehenden aufzubauen. Das heißt, nicht gegen die bestehenden Strukturen zu sein, sondern innerhalb dieser bestehenden Strukturen ein anderes Denken zu leben, vorzuleben. Nicht dem anderen aufzuzwingen, sondern vorzuleben. Weil immer wieder ab und zu mal Beispiele für Projekte oder Zusammenschlüsse mit eben anarchistischen Charakterzügen erwähnt wurden. Es gibt in Spanien ein Projekt namens Mendragon Corporation. Das ist im Endeffekt ein Zusammenschluss aus 170 kleinen Genossenschaften und insgesamt arbeiten in diesem gesamten Projekt 25.000 Personen. Daher ist es wahrscheinlich von der Skala her recht interessant. Ich kann leider nicht dafür bürgen, wie sie ökologisch sind oder was die anderen sozusagen menschlichen Standards entsprechen, aber es ist halt ein Projekt mit zumindest ein paar anarchistischen Zügen. Wie heißt das? Mendragon Corporation in Spanien. Okay. Wie sollen Menschen oder erwachsene Kinder so dahingehend erziehen, dass sie was Neues, also ein neues Verständnis bekommen? Also eigentlich wäre es ja eher, man müsste den Kindern, eigentlich müssten die Erwachsenen von den Kindern lernen, so. Oder die Freiheit. Ich meine, irgendwie ist ja Anarchie irgendwie sowas, das aus sich selbst heraus entspringt. So. Also ein natürlicher Organisationsprozess, das stellt sich mir ein bisschen vor. Und wir haben jetzt Anarchie, Herrschaft, Anarchie, und das ist ja auch schon eine Gegenüberstellung. Und, aber eigentlich liegt dieser in der Mitte ja der. Nee, nicht ganz. Also Anarchie und Herrschaft sind jetzt nicht wirklich zwei Sachen, in denen man sich in der Mitte treffen kann, weil ein bisschen Herrschaft funktioniert nicht. Also das Konzept Anarchie ist die Abwesenheit von Herrschaft. Das heißt, da ist nicht 10% Herrschaft oder 20%. Also nein, also das ist nicht so von wegen zwischen Diktatur und Demokratie, wo man ja sagen kann, okay, Alleinherrscher und Volksherrschaft irgendwo, dass man sich da drin bewegt, sondern nein. Also es ist ganz klar eine Verneinung. Das heißt, die Herrschaft ist nicht mehr da. Es ist keine Organisationsstruktur, die Machtbefugnisse hat. Die Gesellschaft ist irgendwie organisiert, freiheitlich, freiwillig, auf freiwilliger Basis der Beteiligung. Und ich denke, die Schwierigkeit mit dem Erziehungsbegriff, weswegen das zumindest bei mir auch schon, der Begriff hat für mich zum Beispiel auch schon eine Gewaltkomponente. Weil Erziehung heißt, das mache ich bei Pflanzen, wenn ich möchte, dass sie in eine bestimmte Richtung wachsen. Ich zwinge ihnen einen äußeren Umstand auf, wie sie werden sollen. Und das ist ja im Endeffekt genau das Kontraargument oder Kontraüberlegung zur Anarchie. Weil da geht es ja eigentlich genau der Punkt zu sagen, Anarchie heißt, dass ich selbstbestimmt entscheide, wie ich sein möchte. Man gibt Kindern einen Rahmen vor, aber nicht sozusagen das Gerüst, in dem sie genau reinpassen. Und Anarchisten haben sich auch sehr, sehr viel von Anfang an mit Erziehung beschäftigt. Soweit ich weiß, ist auch so Ausprägung, Rudolf Steiner und so weiter sind auch sozusagen aus diesem Dunstkreis heraus entwachsen. Es gibt noch andere Strömungen neben der Steiner Schule, freie Schulen und noch verschiedene Montessori. Also das sind alles sozusagen Befruchtungen, die auch aus diesen damaligen schon Überlegungen. Natürlich hat man sofort angefangen, ich kann ein freiheitliches Kind nicht in einer unfreien Gesellschaft sozusagen die Freiheit beibringen. Wo soll ich da anfangen? Das ist sozusagen eben dieser Knackpunkt, das richtige Leben im Falschen. Ist es möglich, ist es nicht möglich? Kann ich mich auf den Weg machen oder nicht? Für mich ist die Überzeugung, wir können uns auf den Weg machen, weil gedanklich sind wir frei genug, wenn wir es wollen, uns von den Umständen, in denen wir leben, zu lösen. Wir können nicht besonders weit springen. Das heißt, zum Beispiel Konzepte, wie wir jetzt diese Sachen organisieren wollen. Ich habe mir da auch Gedanken gemacht, habe da auch Entwürfe gemacht, aber es ist nie so, es kann auch nie so sein, dass wir jetzt die Entwürfe haben, wie wir in 100 Jahren leben wollen. Das wäre absolut kontraproduktiv, einen Entwurf zu haben, der jetzt die Zukunft festschreibt, weil wir heute einfach nicht die Vorstellungsrahmen haben, weil wir zu sehr vom Außen geprägt sind. Unsere Fantasie, egal wie gut wir die trainieren, egal wie viele Vorstellungen wir entwickeln, wird von diesen Strukturen geprägt sein. Noch ein kurzer Ausblick eben in die
Fantasie. Es gibt genug Filme, die sich mit dystopischen Entwürfen beschäftigen. Wie könnte eine Gesellschaft werden, die entweder aus der jetzigen Gesellschaft heraus entsteht oder in der irgendwelche anderen Organisationen, Strukturen, Elemente bis dahin, dass der Mensch so stark manipuliert wird, angefangen, dass ihm die Gefühle, die Emotionen, Erinnerungen, die Geschichte genommen wird. Also es gibt ja verschiedene Filme, die das aufgreifen, wo entweder das gesamte Geschichtsbewusstsein weggenommen wird, dass im Endeffekt die Menschen keine Emotionen mehr haben und dass alles unterdrückt wird und so weiter. Aber sind das noch Menschen? Ist für die Anarchie aus meiner Sicht ganz klar, nein. Der Mensch muss sich selbst bestimmen können und selber entscheiden können, was das Umfeld ist, wie er leben möchte und was er für wichtig hält und was er eben erstmal nicht für nicht wichtig hält. Das Schöne an der Anarchie ist, da es ja keinen Diktator gibt oder zumindest jeder nur sich selber sozusagen zwingen kann, irgendetwas zu tun und alle anderen sich davor schützen können, zu sagen, nee, also da mache ich nicht mit, den kruden Unfug kannst du alleine umsetzen, ist zumindest die Gefahr sehr viel geringer, dass wir zu großen Problemen kommen. Weil eben dadurch, dass die Macht fehlt, viele Leute zu zwingen, haben wir auch die Chance, dass viele kleine Despoten, die halt mal groß werden wollen, es vielleicht gar nicht werden, weil es keine Strukturen gibt, in denen sie wachsen können. Sie können nicht gewählt werden, sie können nicht ermächtigt werden, sie können sich nicht in ein Amt hieven, mit dem sie dann irgendetwas uns antun können. Und das ist, denke ich, Anarchisten sind insoweit vollkommen ungefährlich, weil sie alleine sind, aber sind viel, viel gefährlicher als irgendeine Gruppe, weil sie auch von niemandem gehalten werden. Das heißt, wir kommen da genau an den Schnittpunkt, das Individuum ist mächtiger als jede Gruppe, wenn es bereit ist, das zu tun, was es für richtig hält. Natürlich kann es auch tun, was andere für richtig halten, das passiert ja heute auch, aber der Punkt ist, der Einzelne, es gibt nicht wirklich Fesseln, die ihm den Geist so stark einschränken, dass er nicht vorstellen und entwickeln kann, was auch immer er tun möchte. Das heißt, wir sind im Denken frei genug, um letztlich loszugehen und alle Probleme, die wir auf dem Weg sehen, lösen zu können. Das ist zumindest die Zuversicht, es ist nicht die sture Technikgläubigkeit damals vom Fortschritt, sondern ich denke, unser Problem ist heute weniger die Technik als das Soziale. Wir haben einen großen Nachholbedarf in unserem Sozialwesen, in unserem sozialen Umgang und in der Menschlichkeit wieder in dem Zwischenmenschlichen. Und da ist es dann, ja, uns auf den Weg zu machen, freiheitlich miteinander umzugehen und zu schaffen, für jeden die Freiheit zu gönnen, die wir selber gerne beanspruchen möchten. Und da braucht man auch keine Angst zu haben, weil wenn ich das so denke, dass ich nur die Freiheit in Anspruch nehme, die ich jedem anderen gönne, heißt es auch, dass ich niemandem Gewalt antun will, um ihn dazu zu zwingen, sich so zu halten, wie ich das möchte. Weil ich möchte das ja auch nicht. Ich möchte auch nicht, dass mich irgendjemand zu etwas zwingt, sondern wenn, er darf mir Vorschläge machen, ich höre sie mir gerne an und dann sage ich eventuell nein oder ja. Und das, solange ich diese Entscheidung habe, kann uns eigentlich nicht viel passieren. Und damit möchte ich es an der Stelle auch beschließen, weil wir haben ja dann um 18.30 Uhr die nächste Veranstaltung, die Vernissage-Präsentation oder etwas. Und da wir jetzt schon nach 6 haben, würde ich vorschlagen, wir machen es im kleinen Kreis. Also ich bin den Abend gerne noch da und wir können uns gerne weiter unterhalten. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das Mitreden.